Man kommt in keiner Großstadt an diesem Thema vorbei. Dafür haben sich heute Abend drei Personen zusammengefunden, die quasi eine Einführung in das Thema geben wollen. Wenn es auch als Podiumsgespräch angekündigt worden ist, so sehe ich ganz einfach anhand des Interesses, dass wir das nicht als Diskussion unter uns Vieren hier vorn durchführen werden, sondern relativ schnell Sie mit einbeziehen wollen. Herzlichen Dank an den Gastgeber des heutigen Abends, das Zentrum für Baukultur, wo wir diese Veranstaltung durchführen können. Lassen Sie mich ganz kurz die Protagonisten des heutigen Abends vorstellen. Ladies first, Frau Uta Lambrett. Frau Lambrett ist gebürtige Dresdnerin, hat allerdings sehr lange hier in Dresden nicht gelebt, sondern Nordrhein-Westfalen, ihre Ausbildung in Wuppertal, Stuttgart, Mailand gemacht, ihr Praktikum in Wien, ist aber wieder zurückgekommen nach Dresden. Herzlich willkommen, seit 2 Jahren wieder hier und als Architektin, als ausgebildete Architektin hier in einem Dresdner Planungsbüro beschäftigt. Hauptmatador des heutigen Abends, so will ich das mal bezeichnen, ist Professor Philipp Meuser, herzlich willkommen, der sich dieses Themas akribisch gestellt hat. Auch er von der Ausbildung her Architekt, hat selbst über ein Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung dann im Nachdiplom sich mit dem Journalismus beschäftigt und seine Promotion dann über Großwohnsiedlungen in der Sowjetunion geschrieben, Großwohnsiedlungen zwischen Stalin und Glasnost. Seit vielen Jahren ist er unterwegs in vielen Ländern der Welt. Er ist aber vor allem auch vertraut mit Osteuropa und Asien. Ich nenne hier nur Usbekistan, Kasachstan und die Ukraine. Und in Charkow ist er Honorar- oder Ehrenprofessor geworden, Professor HC, an der dortigen Universität. Seit 2005 hat er gemeinsam mit seiner Frau einen Verlag gegründet, den Dome Publisher Verlag, der auch für dieses Buch hier oder diese beiden Bücher, 2 Bände sind es ja, verantwortlich zeichnet. Dritter in dieser Runde darf ich sehr herzlich vorstellen, das ist Dr. Jörg Blobelt, natürlich ebenfalls Architekt. Er hat bei Professor Wiehl promoviert und dann an dem Institut an der Technischen Universität bis 1980 gearbeitet und ist dann an die Deutsche Bauakademie gewechselt, hier in die Außenstelle in Dresden. Der Ort existiert nicht mehr, Hohe Straße 48. Eine Baracke und hat dort sehr schnell die Leitung übertragen bekommen für ökonomische Materialverwendung, ÖMV, und sich mit Themen beschäftigt, die vor allem auf das Thema Beton und Stahl gerichtet waren zunächst, aber relativ schnell erkennend, dass das Thema Energieeffizienz bei Typenbauten, insbesondere der Wohnungsbauserie 70, tatsächlich viel zu wenig beachtet worden ist. Und dieses Thema Energieeffizienz hat er dann weitergetrieben mit einem Themenkreis, den wir heute Abend mit ansprechen wollen, die so gut wie unbekannt sind, weil sie auch zu DDR-Zeiten strikter Geheimhaltung unterlegen haben, nämlich dem Thema WBS 90 und WBS 2000. Nach der Wende war er ebenfalls noch als Architekt tätig gewesen, vor allem hier im Dresdner Raum, und hat sich aber natürlich jetzt ein Stück weit von der Architektur zurückgezogen und ist vor allem als Architekturfotograf tätig. Er hat insgesamt über 50 Publikationen, davon allein 30 Bücher mit seinen Fotos versehen. Und wer ihn verfolgen will, was er alles gemacht hat und entsprechend auch
dies der Öffentlichkeit sogar zur Verfügung stellt, zur Nutzung für jedermann, dem empfehle ich Wikimedia Commons. Das ist die große Bilddatei, die parallel zur Wikipedia läuft. Bei Wikimedia Commons können Sie gern eingeben, User:// Jörg Blobelt, Jörg auch bitte mit Ö geschrieben, Jörg Blobelt, und Sie werden dort nach dem letzten Stand etwa 23.000 Fotos von ihm finden, quer über ganz Sachsen, ein Projekt, was er seit 2017 intensiv verfolgt. Mein Name ist Ingolf Rosberg. Ich hatte das große Glück, hier in Dresden Oberbürgermeister zu sein von 2001 bis 2008. Warum ich allerdings mich bereit erklärt habe, diese Moderation zu übernehmen, hängt weniger damit zusammen, dass ich hier Oberbürgermeister war, sondern mit der Zeit von 1990 bis 1994. Damals hatte ich das Amt, blutjung, wie ich damals gewesen bin, davon ist nicht mehr viel übrig, mit 29 Jahren Entscheidungen zu treffen, Richtungsentscheidungen für die Stadt Dresden, als damaliger Dezernent für Stadtentwicklung. Heute würde man ihn nennen Bürgermeister für Stadtentwicklung, also quasi der Vorgänger von Herrn Kühn, Vorvorgänger von Herrn Kühn. Und da war natürlich das Problemfeld WBS 70 in zwei Richtungen präsent. Die erste Richtung war eine Entscheidung vom Juni 1990, zu der ich auch übrigens heute noch stehe. Das ist der Stopp des Plattenbaus der WBS 70 an der Prager Straße. Von den dort ursprünglich geplanten 4 Quartieren ist also nur eines und auch das nur halbfertig geworden, das sogenannte Quartier B, was Sie hinter dem Rundkino finden. Die Lücke zum Rathaus ist erst dann 1994/95 geschlossen worden. Das sogenannte Quartier C ist nicht fertiggestellt worden. Dort waren die Fundamente gelegt worden und die teilweise das Erdgeschoss fertiggestellt worden, teilweise war es das Kellergeschoss gewesen. Diese Fundamente waren noch lange Zeit zu besichtigen, bis Ende der 90er Jahre. Erst danach ist dann das Kaufhaus Wörl dorthin gekommen, was es nun inzwischen auch nicht mehr gibt und abgerissen worden ist und sich an der Stelle jetzt ein Hotel befindet. Der zweite Weg war allerdings, und da habe ich mich damals immer dagegen verwehrt, waren die Empfehlungen, die aus dem Westen gekommen sind, ich sage ganz bewusst aus dem Westen gekommen sind, das ist doch alles Schrott, das muss man abreißen. Je eher und je umfangreicher, umso besser. Man kann sich es heute kaum noch vorstellen, die Jüngeren unter Ihnen hier im Publikum sind zu der Zeit vielleicht gerade zur Schule gegangen und waren mit ganz anderen Themen beschäftigt. Aber solche Vorschläge gab es ernsthaft. Und denen entgegenzutreten, mein Schlachtruf damals hieß immer bei solchen Vorschlägen, die aus solchen Runden immer wieder gekommen sind, die Platte ist besser als ihr Ruf, ist dann natürlich mit einem zweiten Punkt versehen worden. Und da bin ich heute auch noch stolz drauf. Das ist die Zeit von 2002 bis 2005 gewesen, die hier in Dresden ansässige Eisenbahner Wohnungsgenossenschaft hat in dem sogenannten Gorbitzer Bauabschnitt 4, also dem letzten, der noch fertiggestellt worden ist, sich des Themas Umgestaltung der Wohnungsbauserie 70 angenommen und unter dem Begriff Kräutersiedlung, heute wird es als Kräuterterrassen von der EWG nach außen getragen, ein bundesweit beachtetes Modellprojekt geschaffen, wie man Plattenbau konkret, also die WBS 70 1440, in die Zukunft führen kann. Es ist Modellprojekt geblieben, aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Wer in Dresden unterwegs ist, und ich konzentriere mich bewusst auf Dresden, weil
ich mich ungern über Dinge äußere, die ich nicht einschätzen kann. Wenn man sich aber mit Dresden beschäftigt, so sind etwa 40% aller derzeit vorhandenen Wohnungen in der Stadt Dresden in einem Gebäude angesiedelt, was in die Zeit des industriellen Wohnungsbaus von 1953 hier in Dresden beginnend ab 1957 bis dann 1990 stattgefunden hat. Selbst die gesamte Dresdner Innenstadt, die Altstädter Seite der Dresdner Innenstadt, ist zu großen Teilen industrieller Wohnungsbau. Die Seevorstädte Ost und West, Pirnaische Vorstadt, Wilsdorfer Vorstadt, damals unter den Begriffen IW 58, IW für industrieller Wohnungsbau, IW 60 und IW 63. Das sind die Zeilenbauten, die Sie praktisch sehen, sobald Sie den kleinen Altstadtring verlassen und sich in diese Vorstädte begeben. Die IW 67 ist präsent im Stadtgebiet, Johannstadt, Hochhäuser. Die IW 67 ist aber auch am Neustädter Markt präsent und an der Hauptstraße. Wir haben den Plattenbau P2. Davon gibt es kaum außerhalb Berlins Beispiele, aber wir haben zwei Bauten. Das eine ist die Grunauer Straße 5 hier am Pirnaischen Platz. Die älteren Dresdner kennen immer noch den Slogan da oben, der Sozialismus siegt. Und die zweite P2-Platte steht an der Prager Straße, heute unter dem Begriff Prager Zeile, zu DDR-Zeiten unter Wohnzeile Prager Straße. Das längste Wohngebäude, was zu dem damaligen Zeitpunkt 1967 bis 1968 hier in der DDR gebaut worden ist. Plattenbau P2. Und dann kommt danach natürlich logischerweise die nach der IW 67 die Wohnungsbauserie 70, die die Wohnungsmisere auflösen sollte, analog des damals verkündeten Ziels vom 8. Parteitag der SED, die Wohnungsfrage bis 1990 zu lösen. Die WBS 70 dann mit verschiedenen anderen Typen, hier in Dresden dann vor allem entwickelt die WBS 70 1440, also mit 14,40 Meter Segmentlänge, ist an sich eigentlich die so das ist, was den meisten noch so im Gedächtnis bekannt ist. Wir haben auch Plattenbauten als Wohnhochhäuser, brauchen wir auch nicht weit zu schauen. Am Hauptbahnhof, an der Reitbahnstraße bzw. an der St. Petersburger Straße, die Studentenwohnheime an der Wundstraße oder an der Bergstraße. Und der letzte 16-Geschosser, der hier in Dresden gebaut worden ist, dafür musste die Gleisschleife Wölfnitz umgebaut werden, denn die steht genau da drauf, wo früher die Straßenbahnlinie 7 ihren Endpunkt hatte. Und dann war aus mit Wohnhochhäusern, weil der Stahlverbrauch zu hoch war. Das ist der eigentliche Grund, weshalb damit auch mit Punkthochhäusern Schluss gewesen ist. Sie merken schon, es gibt eine ganze Menge von Dingen, die hier einerseits natürlich durch die drei Diskutanten, Kombatanten, Delinquenten, je nachdem, wie man es bezeichnen möge, bewältigt werden. Aber eben, wie gesagt, wir wollen uns nicht miteinander beschäftigen, sondern eben auch Sie mit einbeziehen. Dass das natürlich logischerweise zuallererst eine Buchpräsentation ist, so ist ja auch entsprechend eingeladen worden, finde ich als ganz besonders bemerkenswert, weil es eine systematische und zusammenhängende Darstellung des industriellen Wohnungsbaus von 1953 bis 1990 in der Form bisher nicht gibt. Und es ist das Verdienst von Professor Meuser und seinen Co-Autoren, mit diesen beiden Bänden ein nicht nur Überblickswerk vorgelegt zu haben, was sich wie viele andere Bildbände dann eben halt durch Fotografien auszeichnet, sondern sehr detailliert einzusteigen, auch in die Verantwortlichkeiten und durchaus auch Themen nicht zu scheuen, die ebenfalls
auch zu DDR-Zeiten, strikt unter der Decke gehalten worden sind. Je nachdem, wie wir den Abend heute gestalten, ich bitte da einfach um Verständnis, dass wir versuchen, trotz des großen Publikums, mit dem ich persönlich gar nicht gerechnet habe, wofür ich mich allerdings, wie gesagt, für das Zentrum für Baukultur und für Professor Meuser, Jörg Blobelt und Uta Lambrett besonders freue. Es besteht die Gefahr, dass wir so lange da sitzen und uns dann verabschieden, um am Freitag irgendwo Mittagessen zu gehen. So soll es nicht sein. Sie werden deswegen auch ich werbe schon jetzt um Verständnis, dass wir es doch etwa bei diesen 90 Minuten belassen wollen. Das erste Wort hat natürlich Professor Meuser für die Vorstellung des Buches. Und ich bitte ihn, uns jetzt die Einführung zu geben. Und ich erlaube mir gleich am Anfang die etwas provokante Frage: Wie kommt ein Wessi dazu, über Ostplattenbau zu schreiben? Herr Professor Meuser, Sie haben das Wort. Rosberg, vielen Dank für diese vielen Steilvorlagen, die Sie mir gegeben haben. Schönen guten Abend. Ich freue mich auch, dass so viele Gäste hier sind. Das Thema scheint Sie ja alle zu berühren. Und ich möchte Ihnen auf diese Frage eine Antwort geben, warum ich als Wessi mich mit dem Plattenbau in Ostdeutschland befasst habe. Jetzt mussten Sie bei dem ersten Referat von Herrn Rosberg, Herr Rosberg hat das Buch offensichtlich komplett schon gelesen, er konnte so viele Dinge schon erzählen, die Sie alle auch in diesem Buch finden werden. Jetzt mussten Sie allerdings, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich natürlich das Ganze ein bisschen bebildern können, jetzt mussten Sie die ganze Zeit auf diese Betonfläche schauen und die ist aber, hätte ich vielleicht zwischendurch auch schon mal so ein bisschen mit dem Herz versehen können. Ich sage mal gleich vorab, der Plattenbau an sich oder die industrielle Vorfertigung ist erstmal unschuldig und gar nicht so problematisch. Ich glaube, die Problematik, die wir haben mit dem Plattenbau, ist der Städtebau an sich. Es sind diese überdimensionierten Räume, diese fast unmenschlichen Räume, diese nicht gestalteten Außenräume und natürlich, dass der Plattenbau oder zumindest der Wohnungsbau der DDR zu so einer Projektionsfläche eines untergegangenen Staates diffamiert wurde. Deshalb zeige ich Ihnen heute diese Bilder nicht, sondern ich zeige Ihnen ein paar schöne Plattenbauten und zeige Ihnen auch, dass der Plattenbau auch in kleineren Dimensionen oder kleineren Maßstäben auch realisiert werden kann. So, wie kam ich jetzt in den Osten? Sie haben das schon angedeutet, ich habe neben meinem Architekturstudium eine Journalistenausbildung gemacht und da wurde ich im Rahmen dieser Ausbildung 1993 zur Märkischen Oder-Zeitung geschickt, nach Eisenhüttenstadt. Und 1993 war das Jahr, wo 40 Jahre Eisenhüttenstadt gefeiert wurde. Und ich kam da als junger Architekturstudent hin. Ich war sowas von grün hinter den Ohren. Ich hatte wirklich keine Ahnung vom DDR-Wohnungsbau oder auch von der DDR-Architektur. Ich war gerade im dritten Semester, wenn ich mich erinnere. Und es war also eine junge Generation von neuen Journalisten da in Eisenhüttenstadt, beim Schlaube-Journal. Ich zeige Ihnen so ein paar Artikel gerade hier. Und die war natürlich, für die war ich der große Exot, nicht weil ich aus dem Westen kam, sondern weil ich ein Architekturstudent war. Und sehr schnell kriegte ich natürlich raus, dass 1993 das Jahr war, wo 40 Jahre die Grundsteinlegung von Eisenhüttenstadt gefeiert wurde. Also was macht man mit diesem jungen Praktikanten, den schickt man rum und sagt, arbeite doch mal die Architekturgeschichte von der Stadt auf. Und das hat mich dann, weil ich dann natürlich angefangen habe, da in so ein, nicht so ein Westennest, aber ich habe angefangen zu recherchieren und es hat sich für mich eine völlig neue Welt aufgetan. Und ich bin dann nach Dresden gefahren. Deshalb erzähle ich das nämlich, weil nämlich die Geschichte von diesem Buch, was Sie da vorne sehen können, auch ganz viel mit Dresden zusammenhängt. Und zwar habe ich, es muss wirklich vor genau 30 Jahren gewesen sein, habe ich Kurt Leucht hier in Dresden interviewt. Und Kurt Leucht ist vielleicht nicht ganz so viel noch bekannt, der jüngeren Generation vielleicht nicht. Kurt Leucht war einer der Ostarchitekten oder der ostdeutschen Architekten, die 1953 damals noch unter, es waren ja noch zu Stalin-Zeiten, nach Moskau eingeladen wurde, junge Architekten aus der DDR. Und denen wurde erklärt, wie man denn Städte neu aufbaut.
denn in der DDR mussten ja auch die Städte neu aufgebaut werden. Es musste eine sozialistische Transformation dieses neuen Landes entstehen. Und Kurt Leucht war mit einer dieser Protagonisten, kam zurück aus Moskau mit vielen Ideen und bekam dann den Auftrag, Stalinstadt, wie das damals noch hieß, zu beplanen. So, und ich habe dann also als junger Student Kurt Leucht interviewt. Daraus ist dann diese kleine Serie entstanden, die ist dann im Mai 1993 erschienen, anlässlich dieser 40 Jahre Gründung von Eisenhüttenstadt. So kam ich, da bin ich natürlich angeteased worden in Eisenhüttenstadt mit den unterschiedlichen Generationen des Wohnungsbaus. Und ich habe dann viele, viele Bücher zu dem Thema gemacht. Das ist nur so eine kleine Auswahl. Herr Rosberg sagte gerade schon, ich habe eine Dissertation gemacht über den Wohnungsbau in der Sowjetunion und habe diese Geschichte des DDR-Wohnungsbaus eigentlich immer so mit mir rumgetragen. Musste also, um diese Geschichte jetzt kurz zu machen, ich habe also erstmal die ganze Sowjetunion mir erschlossen, um mich dann an dieses Thema ostdeutsche industriellen Wohnungsbau in Ostdeutschland irgendwie heranzuwagen. Und da ist eben im vergangenen Jahr endlich diese zwei Bände erschienen. Ähnlich wie das oder oft wie das bei solchen Büchern auch ist, da fängt man erstmal mit wenig Material an, sammelt dann 30 Jahre lang, lädt viele Co-Autoren noch mit ein, unter anderem ja auch Herrn Blobelt, den ich jetzt im Kontext dieser ganzen Recherche kennengelernt habe. Und ja, das ist einmal ein schöner Austausch und man kann immer nur dazu lernen. So, ich habe Ihnen heute mitgebracht, diese Übersicht. Genannt habe ich das Ganze eine Genealogie des Wohnungsbaus. Das können Sie ja nicht so besonders gut jetzt lesen. Da vorne an dem Büchertisch gibt es insgesamt 70 Ausdrucke. Das müsste fast hinhauen, sodass jeder so einen Ausdruck sich nehmen kann. Können Sie da gratis mit nach Hause nehmen. Können auch ein bisschen das an den Kühlschrank können Sie das hängen und jeden Morgen lernen, was der Wohnungsbau so auf sich hat. Und das wurde ja auch gerade schon angedeutet, was ist in diesem Buch eigentlich drin? Ich behaupte jetzt mal, das ist das erste Mal, dass sich eine Autorengruppe damit auseinandergesetzt hat, diesen doch sehr systematischen Wohnungsbau, dem industriellen Wohnungsbau mit seinen ganzen Typenserien und Systemen, mal eine Systematik, eine baugeschichtliche Systematik zu geben. Ich habe mich wirklich gewundert, dass das vorher noch nie jemand gemacht hat. Ich kann das gar nicht beantworten, warum das noch nie jemand gemacht hat. Es ist so viel, das werden Sie ja vielleicht teilweise auch wissen, so viel geforscht worden zur DDR-Architektur. Es sind Monographien über die Protagonisten erschienen. Es sind Kulturpaläste sind untersucht worden, Parteigebäude sind untersucht worden. Alles Mögliche, nur nicht der Wohnungsbau. Das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass man das immer so gemeinhin so als graue Betonwüste wahrgenommen hat. Und vielleicht auch ein bisschen das Problem, weil es ist ja auch aus der eigenen Berufspraxis, der Wohnungsbau macht ja mehr als 50% des Bauens aus, auch der Ausbildung. Aber es ist ein ganz, ganz komplexes Thema, weil wir beim Wohnungsbau mit so vielen Regularien uns auseinandersetzen müssen. Und deshalb vielleicht so ein bisschen auch die Lust daran manchmal verlieren, so, uns damit auseinanderzusetzen. Also was sehen wir auf diesem Plakat? Ich bereite Sie schon mal vor, ich zeige jetzt 10 Bilder, die alle nur Ausschnitte sind aus diesem Plakat. PQL, das sind die drei Buchstaben, die Sie sich eigentlich noch merken müssen. Und mit dem PQL erschlagen Sie den gesamten Wohnungsbau, industriellen Wohnungsbau der DDR. P steht für Platte, Q für Querbauweise, L für Längsbauweise. Das sind die drei konstruktiven Methoden, mit denen der Wohnungsbau in der DDR mit der Einführung der industriellen Bauweise kategorisiert werden kann. Und der Wohnungsbau in der DDR, diese industrielle Phase, Herr Rosberg sagte das ja auch schon, 1953 begonnen mit einem Musterbau in Berlin-Johannisthal, wo versucht wurde, nach einem Plan von Richard Paulig, den Sie erkennen als einen Architekt, der eher neoklassizistisch gebaut hat. Auf der linken Seite sehen Sie so ein kleines Bild von so einem Modell, wo auch diese industrielle Bauweise, diese Montage, die industrielle Vorfertigung von Elementen, der Transport zur Baustelle und dann die Montage wie so ein Kartenhaus dann dort erstmals realisiert wurde. 1953, das ist unheimlich früh gewesen schon. Das ist auch so eine Erkenntnis, die ich auch gewonnen habe bei dieser Auseinandersetzung mit dem Thema. Der DDR-Wohnungsbau, diese industrielle Vorfertigung in der DDR war im Vergleich zu anderen sozialistischen Staaten, würde ich mal sagen, der,
der technologisch am weitesten vorangeschritten ist. Also sie finden die besten Qualitäten und die besten Entwürfe wirklich in der DDR-Architekturgeschichte, gleichwohl natürlich in der sowjetischen Architekturgeschichte viel, viel mehr gebaut wurde. Man muss sich vorstellen, im größten Flächenland der Welt wurde natürlich quantitativ viel mehr gebaut, aber wenn es um die Qualität ging, finden sie wirklich bis heute, müssen sie nur durch die Städte gehen, wirklich die besten Beispiele in Ostdeutschland. 1953, links dieser Versuchsbau in Berlin-Johannisthal auf der rechten Seite. Und da kommen wir wieder nach Dresden zurück, die DDR. Da war Jörg Blobelt nicht ganz unbeteiligt, hat in den späten 80er oder ab den Mitte der 80er Jahre an einer neuen Wohnungsbauserie, an einem Wohnungsbausystem gearbeitet, WBS 90 hieß das immer in der Fach- oder zumindest in der internen Beschreibung. Und wenige Monate vor der Wende wurde dann erstmals auch der Begriff WBS 2000 genannt, sodass man im Grunde genommen, das kann Herr Blobel vielleicht auch gleich nochmal vielleicht erläutern, darauf müssen wir uns jetzt irgendwie noch einigen als Architekturhistoriker, ist es jetzt WBS 90 oder WBS 2000, auf jeden Fall, das wurde in Dresden entwickelt, also da schließt sich der Kreis wieder, 1993 angefangen in Dresden mit der Recherche und durch die Bekanntschaft mit Herrn Blobelt wieder in Dresden gelandet. Also Dresden spielt für den DDR-Wohnungsbau eine besondere Rolle. So, ich bleibe jetzt mal bei dieser Grafik, wenn sie sich denn aufbaut. So, was ist dargestellt? Wir haben diese ganzen Begrifflichkeiten ja schon gehört. Das sehen Sie dann nochmal zeitlich in der Abfolge. 53, 55, 57 Experimentalphasen, erstes Plattenbauwerk in Hoyerswerda, erstes Bausystem geht in Serie 1957, also alles so Eckdaten. Und ich sage das nochmal, das ist sehr, sehr früh gewesen, vor allem auch in der Sowjetunion erst 1958 ein landesweiter Wettbewerb für die Entwicklung von neuen Prototypen überhaupt durchgeführt wurde, von neuen Typenserien. Und in der DDR, also auch zu diesem Zeitpunkt, also Mitte der 50er Jahre, schon State of the Art, wurde diese Technologie bereits experimentell angewendet, gleichwohl sie noch nicht massenhaft oder flächendeckend eingesetzt wurde. Wir haben auch schon davon gesprochen, also von P1, der nur erstmal experimentell auch realisiert wurde, an wenigen Orten Serientyp P2. Und was Sie dann sonst noch wissen müssen, ist WBS 70. Das sind die, im Grunde P2, WBS 70 sind die Serien, die man sich auch merken muss, nach diesen Buchstaben PQL. Da hat man eigentlich auch damit schon, da sage ich mal, 80% des Wissens erfasst, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat. Und dann gab es aber eben neben diesen WBS 70, der ab den 70er Jahren wirklich dominiert hat in der gesamten DDR, gab es auch verschiedene Sonderserien. Und diese Sonderserien, da möchte ich Ihnen ein paar Beispiele vorstellen gleich. Das sind nämlich alles Serien gewesen, wo der DDR-Wohnungsbau, also die WBS 70-Platte, die wir so im Kopf haben, Großsiedlung am Rande der Stadt, Satellitenstädte, diese Monotonie, das war das eine. Aber auf der anderen Seite wurde ab der Mitte der 70er Jahre auch damit begonnen, in den Innenstädten mit Platte zu bauen. Das Ganze wurde dann immer genannt Innenstadtsanierung oder Ersatzneubauten. Das war im Grunde genommen eine Kahlschlagsanierung. Aus heutiger Sicht würde man natürlich sagen, hätte man möglicherweise auch anders die Altstädte sanieren können. Aber das passte halt nicht mehr in die Bauwirtschaft oder in das System, was die Bauwirtschaft in der DDR zur Verfügung hatte. So ganz kurz nochmal diese QL und P-Serien, das möchte ich Ihnen ganz kurz nochmal erklären. Die Q-Serie, ein Querwandbauweise, die tragenden Wände stehen quer zur Außenwand. Das ist eigentlich auch das Einfachste, den wesentlichen Parameter, den man sich merken muss. Die Q-Serien, Q3A, Q6, Q7, QX, Q-Dresden, viele verschiedene Q-Serien gab es. Das war die schlussendlich auch eine Vorstufe dann auch für den Plattenbau, diese Querwandbauweise. Interessanterweise ist die Querwandbauweise auch die Bauweise, wo sie
die nachhaltiger war insofern, als dass die Außenfassaden eben nicht tragend waren, deshalb mit leichteren Platten realisiert werden konnten und leichtere Platten haben mehr Wärmedämmeigenschaften, sodass Sie solche Platten theoretisch auch die Außenwände austauschen können, ohne dass Sie in das Tragsystem dieser Platten oder dieser Bauten einsetzen können. Das im Gegensatz zu diesen L-Serien, und die L-Serien wurden zunächst in Ziegelbauweise, später dann in Großblockbauweise realisiert. Diese L-Serie ist dann aber nicht weitergeführt worden, sondern wurde dann ab Anfang der 60er Jahre dann auch komplett durch die Platte ersetzt. Und es gab auch, um das Ganze auch nochmal zu vervollständigen, es gab auch so Mischserien, wie zum Beispiel die Serie LQ, das war ein Raumzellentyp, also längs quer Raumzelle, Garagen, Container oder Container-Elemente, die dann als Würfel aufeinandergestellt worden sind, ist aber auch flächendeckend, hat sich das auch nicht durchgesetzt, sondern das waren Sonderserien, die dann eben nicht weiter verfolgt wurden. Und es gab vor allen Dingen auch in Berlin, gab es auch die Coupé-Serie, wo versucht wurde, mit der Querwandbauweise und in Plattenelementen dann bereits auch schon zehngeschossig zu bauen. So, jetzt höre ich auch auf mit dieser Tabelle, aber wie gesagt, dieses Poster oder dieses Übersichtsblatt können Sie sich vorne an dem Büchertisch gerne abholen. So, jetzt möchte ich Ihnen ein paar Beispiele zeigen aus Ostdeutschland. Und zwar habe ich hier mal dagegenüber gestellt Fotos von Herrn Blobelt auf der linken Seite und auf der rechten Seite Fotos, die in den letzten oder vergangenen 3 Jahren entstanden sind. Sie sehen hier eine Bebauung in der Altstadt Nord in Rostock, wo die Architekten versucht haben, in den 80er Jahren diese giebelständigen Fassaden nachzubauen oder das zu interpretieren in einem Gebiet, was als Neubaugebiet ausgewiesen war. Und Sie sehen das auch an der Geschossigkeit. Das sind auch, wenn man das Dachgeschoss mal dazu rechnet, auch 5 Geschosse, die aber doch sich sehr human und sehr kleinteilig in die Altstadt da integrieren. Und bis heute in einem Zustand sind, wo man jetzt sagen würde, Mensch, gute Qualität. Also hier ein Beispiel aus Rostock. Dann habe ich Ihnen mitgebracht ein Beispiel aus Erfurt. Die kennen Sie vielleicht, die ein oder andere anderen Beispiele. Auch da wieder so ein Bildpaar von Herrn Blobelt und dann eben ein Foto, was vor 2 Jahren entstanden ist. Hier ist interessant zu sehen, mitten in der Altstadt von Erfurt sehen Sie auf der rechten Seite diese 4-geschossige Wohnbebauung plus Dachgeschoss, denkmalgeschützt saniert. Also auch dort wurde erkannt, dass das eine Qualität hat. Und auch diese Bauten passen sich ein in die vorhandene Stadtstruktur. Und das habe ich Ihnen noch mitgebracht, ein Beispiel aus Bernau bei Berlin. Und Bernau bei Berlin, das werden Sie vielleicht auch kennen, ein Beispiel dafür, dass die gesamte mittelalterliche Stadt komplett abgerissen wurde und dann aber in kleinteiliger Bauweise industriell mit einem Serientyp SL 3600 wieder aufgebaut wurde. Dort hat man also wirklich extra für diesen Wiederaufbau eine Sonderserie entwickelt. Und vielleicht ein bisschen ganz kurz noch zu dieser Systematik von diesen ganzen Serientypen bei P1, P2 können Sie sich schon denken, das ist Platte 1, Plattenbautyp 2, SL 3600. Sie sprachen gerade von dem WBS 14.40, also mit einer Gebäudetiefe von 14,40 Meter. Und 3600 ist das Maß der Plattengröße oder der Plattenlänge, die in Bernau verarbeitet wurde. Also Sie können im Grunde diese ganze, das ist auch eine Zahl, die Sie sich auch nochmal im Hinterkopf nochmal notieren können, 1,20 Meter, Sie können alle Bautypen oder alle Serientypen mit den Maßen, diese Maße dieser Typen immer durch 1,20 Meter teilen. Das ist also immer dieses kleinste Raster und dann ist eben dann diese 3600 Millimeter für die längste Platte oder auch 14,40 Meter. Also da gibt es also überall, es gibt überall Systeme und deshalb nochmal meine Verwunderung, dass es dazu eben noch kein richtiges systematisches Buch bislang gegeben hat.
So, und ich mache gerade auch kurz nochmal weiter, nochmal ein Bildpaar aus Dessau. Dessau ist insofern nochmal interessant, als dass unmittelbar neben dem Rathaus hier ein kleines Wohngebiet entstanden war, wo solche Gauben entwickelt worden sind. Also es gab immer wieder die Grundplatte, das Grundsystem war in der Regel ein P2-Entwurf oder ein WBS-70. Und dann gab es eben in den einzelnen Wohnungsbaukombinaten immer die Möglichkeit, einzelne Elemente zu ergänzen. Sei es nun Fassadenschmuck an den Giebelfassaden oder eben auch, was wir jetzt hier sehen, diese Gauben oder Balkonelemente, wo auch versucht wurde, aus dieser Monotonie auszubrechen. Das ist jetzt mal ein Beispiel, was ich Ihnen zeige, von einem größeren Maßstab, basierend auf dem Typenentwurf P2 in Rostock auf der linken Seite, wurde dieses Terrassenhaus errichtet. Und die Rostocker Wohnungsbaukombinat hat dann in Berlin-Hellersdorf, auch nochmal ein solches Gebäude errichtet im Rahmen der 750-Jahr-Feier in Ostberlin, wo dann die einzelnen Bezirke und die Plattenbaukombinate dann in Berlin auch nochmal ein Gebäude errichtet haben, der Hauptstadt sozusagen ein solches oder ein typisches Wohnhaus aus ihrem Heimatbezirk geschenkt haben. Ich gehe nochmal kurz zurück. Und schauen Sie mal, im Grunde genommen die Qualität auch dieser Architektur. Sie haben diese Giebelfassade, diese schmale Fassade terrassiert, wunderschöne Wohnungen nach Süden ausgerichtet. Ich meine, man kann auch so mit Platte bauen. So, ein Beispiel aus Halle. Altstadt in Halle wurde auch flächensaniert, muss man ja sagen. Also auch dort wurden Altbauten abgerissen und durch Ersatzneubauten ausgetauscht. Aber auch hier kleinteilig, niedriggeschossig, würde ich mal fast sagen, im Maßstab der Altstadt weitergebaut. Und nochmal ein Beispiel aus der Mitte der 80er Jahre aus Berlin. Das bringt mich jetzt auch wieder ein bisschen nach Dresden auch wieder zurück. Sie sehen, wie hochwertig diese Fassaden hier gestaltet worden sind. Diese Bauten könnten so auch hier in Dresden irgendwo am Altmarkt oder am Neumarkt auch stehen, weil sie sich dann auch wieder sehr beziehen auf das Umfeld oder versuchen auch eine Architekturgeschichte weiterzuschreiben und eben nicht alles mit monotonen Plattentypen vollzukleistern. So, und natürlich kennen wir auch solche Bilder. Das ist ein Beispiel. Es sind alles Bilder aus dem Buch übrigens, aus den beiden Büchern. Gera Lusan, ein Neubaugebiet, was ja auch am Stadtrand gebaut und in Lusan, im Dorf Lusan, wo es natürlich dann auch solche Bilder gab, wo die Altbebauung eben vernachlässigt wurde und plötzlich so ein neuer Sechsgeschoss, der sich dann plötzlich da in die Landschaft geprägt, gebohrt hat und sich eben völlig ignorant da verhalten hat. Aber das können Sie überall zeigen, das ist nicht typisch gewesen. Es gab auch solche Beispiele und es gab auch Beispiele, das ist in dem Buch auch realisiert oder zumindest auch dargestellt. Die DDR hat ja auch im Ausland gebaut, natürlich immer politisch motiviert. In dem Fall hier auf der Insel Sansibar in Stone Town. Dort sind im Rahmen der Entwicklungshilfe haben dort DDR-Architekten geplant und haben dort Anfang der 70er Jahre diese Zeilenbauten errichtet. Und Sie sehen, was daraus geworden ist, ein paar Jahre später oder viele Jahre später, die traditionelle oder die indigene Architektur hat sich drumherum da wieder angesiedelt. Also Sie finden DDR-Wohnungsbau nicht nur in Ostdeutschland, sondern er wurde auch exportiert und er wurde, also auch das hat man mir dann gesagt vor Ort, diese Bauten sind also heute noch qualitativ hochwertig, sind hochgeschätzt. Und man erinnert sich natürlich immer noch gerne an diese Architekten, die dann da waren und diese modernen Bauten dort realisiert haben. So, jetzt komme ich wieder zurück nach Dresden und habe Ihnen hier nochmal drei Abbildungen mitgebracht, wo vielleicht Herr Blobelt kurz was zu sagen möchte, denn das sind Versuchselemente, Versuchsplatten von diesem WBS 90, der 1989 zumindest in solchen Experimenten realisiert wurde. Es kam dann nicht mehr zur Ausführung, aber ich bin sehr froh und auch an dieser Stelle mal nochmal einen großen Dank an Sie, Herr Blobelt.
Sie haben durch Ihre ganzen Bilder oder Ihre bauzeitlichen Bilder dazu beigetragen, dass dieses Buch eben nicht nur so ein Rückblick aus der heutigen Zeit ist, was man alles noch sehen kann in Ostdeutschland, sondern dass es eben auch Bilder sind, die eben von einem Architekten fotografiert worden sind. Und ich glaube, das ist ja vielleicht ein Punkt, den Herr Rosberg ja auch nochmal diskutieren möchte. Also wie fotografiert ein Architekt, also wie ist ein Architekturfoto etwas anderes als ein, sag ich mal, ein Foto vom Geburtstag oder von ein Touristenfoto vielleicht. Also wie fotografiert man als Architekt? Man weiß ja, worauf es dann auch ankommt. Und ich höre vielleicht mal jetzt von meiner Seite aus jetzt hier auf und gebe mal an Herrn Blobelt weiter und dann können wir gerne auch weiter diskutieren. Bevor ich die Gelegenheit nehme, auf so eine kahle Platte einzugehen, will ich schon auch nochmal Herrn Professor Meuser danken. Es ist wirklich verwunderlich, dass man über den Plattenbau der DDR 30 Jahre nach der Wende noch kein systematisches Werk hat. Und um die Bedeutung auch nochmal darzustellen, erinnern sich vielleicht die Älteren noch, auch wenn das nie ganz so erfüllt wurde, aber dass man ein Wohnungsbauprogramm gab, 1975 bis 1990, 3 Millionen Wohnungen. Wie gesagt, 7 fehlen oder wie viel wirklich, können Sie in Meusers Buch nachlesen. Die meisten sind gebaut worden. Und das dürfen Sie mal 3 multiplizieren, im Schnitt 3 Personen pro Wohnung. Kommen auf 9 Millionen Einwohner, die eine Wohnung gekriegt haben. Wissen Sie noch, wie viel die DDR hatte? 17 Millionen. Nur bauen Sie mal für die Hälfte des Landes Wohnungen. Ich weiß nicht, ob heute jemand hier von der Bundesregierung da ist. Da wird rote Ohren kriegen. Wir reden von 400.000 Wohnungen für dieses Jahr. Die Bundesbauministerin Geiwitz würde am liebsten verschwinden vom Bildschirm. Da ist nichts geschafft. Aber wir haben, da habe ich gerade heute noch in ganz seriösen Nachrichten hier im Fernsehen gehört, 1.100.000 Flüchtlinge aus der Ukraine. Die kriegen natürlich auch eine Wohnung und da rechnen wir auch durch 3 und das sind plötzlich unsere geplanten 400.000 Wohnungen. Die sind eigentlich schon weg, aber die haben wir auch gar nicht. Also, wenn wir über die Frage, die hoffentlich dann nochmal jemand stellt, ob der Plattenbau noch eine gewisse Bedeutung hat in Zukunft, das will ich jetzt nicht ausführen, weil ich nicht die ganze Fortsetzung des Aufrats von Professor Meuser jetzt hier auskurven will. Können wir mal drüber reden, wenn wir noch Zeit haben. Das hier ist ein Teil aus der großen Forschung, aus der Überlegung, die Anfang der 80er Jahre bei uns und bei mir gemacht wurde, dass ich gesagt habe, Moment, ich war ja für Materialökonomie verantwortlich, ist die Energie viel wichtiger und da kriegte ich war ja halt Wissenschaftler, wie man das nennt, kriegte ich also Material in die Hand, wie sich die Welt entwickelt. Vom Klapper Frohm. Die Grafiken habe ich hier, aber wir kommen sicher nicht dazu, das zu zeigen. Die sind ganz böse. Umweltverschmutzung, Rohstoffknappheit, Klimaerwärmung, Bevölkerungsexplosion in die Kurve macht, stürzt ab in diesem Jahrhundert, Mitte dieses Jahrhunderts. Nun hat sich viel getan. Die Kurve ist nicht mehr ganz so kritisch wie 1970, da hat es der Klapper Frohm gemacht. Aber tendenziell stimmt es noch. Wir müssen also was tun und deshalb habe ich damals angefangen, gesagt, die WBS 70 ist schön und gut, aber mit der Energieökonomie klappt es nicht mit den 6 cm Dämmstoff da drin. Und wenn wir einen dicker machen, klappt es auch nicht mehr, weil es dann mit der Wetterschale davor nicht mehr so richtig hinhaut. Also haben wir, wie gesagt, uns dran gemacht. Ich habe zunächst gesagt, neue Wohnungsbaugeneration, dann kam mal irgendein Hörer aus der Akademie, der hat gesagt, wir müssen einen amtlichen Namen kriegen, hieß es WBS 90. Und ganz zuletzt kam der Motro auch nochmal, der die DDR retten wollte, kurz bevor sie unterging. Und da hieß es dann WBS 2000, das ist nirgends mehr manifestiert, das weiß noch ich und 7 Leute. Und in diesem Zusammenhang haben wir also auch neue Außenwände entwickeln wollen und unter anderem neue Wetterschalen. Und die sieht hier ein bisschen krumm aus, das ist nämlich aus unserem Versuchsinstitut auf der Hofmühlenstraße und da sind die belastet worden, bis sie regulär brechen und untersucht wurden. Es gibt in Dresden andere Bauten, die haben dann auch Risse, aber sind vorher nie untersucht worden.
Ach, Sie haben es selber. Ich war ja schon so weit durch. Das war jetzt das letzte Bild jetzt. Also nochmal der Hinweis, die vorne auf dem Büchertisch kriegen Sie diese Poster, können Sie heute mitnehmen. Dann gebe ich mal an Herrn Rosberg jetzt wieder zurück. Oder gebe ich gleich weiter an Frau Lambrett? Zu richten. Wir sind ja hier am Kulturpalast. Und das ist vielleicht, wenn Sie so wollen, eine Quizfrage an Sie. Dresdner sind Sie ja alle, mehr oder minder lange, manche ganz lange. Wo befindet sich hier vom Kulturpalast aus gesehen der nächste WBS 70 Plattenbau? WBS 70. Vielleicht denkt mal jemand nach und ihm fällt die Bürgerwiese ein. Der Längsbau vom Georgplatz in Richtung Großer Garten, statt auswärts rechts. Aber wir haben ein ganz anderes Beispiel. Das ist keine 300 Meter weg. Das ist die Münzgasse. Die Münzgasse ist, wenn Sie von hier ausgehen, 300 Meter nur entfernt. Sie schreiten runter zur Brühlschen Terrasse, haben Sie linker Hand das Hilton, gebaut von den Schweden, eröffnet 89 und rechts WBS 70. Es kann kein Mensch sich heute mehr vorstellen, dass das Platte ist. Leider ist es auch nicht mehr vom Hof aus sichtbar, denn die Platte ist inzwischen saniert worden und dadurch fast bis zur Unkenntlichkeit überformt worden. Es gibt genügend Fotos allerdings noch, die eben wirklich noch Originalbestand aussehen. Es gab einfach schlicht und ergreifend, weil die Schweden gebaut haben, ein paar Devisen zur Verfügung und ein paar geschickte Konstrukteure, die eben halt eine Platte schräg gelegt haben obendrauf und die unvermeidlichen Fensteröffnungen mit Gauben versehen haben. Und so kam die Ansicht zur Brühlschen Terrasse, der Münzgasse und von der Frauenkirche aus überhaupt zustande. Dahinter, wie gesagt, reiner WBS 70 Plattenbau. Man kann so viel daraus machen. Das ist aber wirklich eine Frage, die die Zukunft betrifft. Und liebe Frau Lambrett, Sie sind nun mal heute hier im Podium die Zukunft als junge Dresdnerin und junge Architektin. Sie haben das Wort. Ja, also Herr Rosberg hat es ja schon gesagt, mich interessiert auch tatsächlich mehr die Zukunft als die Vergangenheit dieser Plattenbauten. Und deshalb haben sich mir bei der Lektüre des Buchs eigentlich drei Fragen gestellt, nämlich was können wir aus dem seriellen Plattenbau der DDR lernen und aus diesen beiden Büchern und wie können wir es vielleicht besser machen? Wann hat eigentlich die Wertschätzung für diese ganzen Plattenbauten so sehr nachgelassen und kann man die vielleicht wieder irgendwie aufpolieren? Und da komme ich dann zu der letzten Frage, wie gehen wir mit dem Bestand um? Herr Blobelt hat es ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Auch mir ist diese Zahl, die Sie gerade genannt haben, in den letzten Tagen auch nicht aus dem Kopf gegangen, nämlich, dass Deutschland 400.000 Wohnungen bauen soll. 2023 werden es wahrscheinlich 250.000 Wohnungen, 2024 wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Im Buch gibt es aber eine ganz coole Tabelle, wo man sieht, dass in der DDR von 1958 bis 1990 insgesamt 2,2 Millionen Wohnungen gebaut wurden. Das sind, wenn man das mal durch diese 32 Jahre rechnet, insgesamt 70.000 Wohnungen pro Jahr. Und in den letzten 4 Jahren waren es sogar 87.500 Wohnungen pro Jahr. Wenn man jetzt 17 Millionen, haben Sie ja gerade gesagt, mal 5 rechnet, kommen wir auf die heutige Einwohnerzahl, nämlich 83 Millionen. Wenn man die Wohnungen, die damals gebaut wurden, 87.500 mal 5 rechnet, kommt man auf
437.500 Wohnungen pro Jahr. Das heißt, ist vielleicht ein bisschen sperrige Rechnung, aber man kann schon sagen, die DDR hätte es wahrscheinlich geschafft, diese 400.000 Wohnungen zu errichten. Und deshalb denke ich, man muss nicht darüber streiten, ob man seriell baut, sondern man sollte sich die Frage stellen, wie kann man das besser machen, als es die DDR gemacht hat. Wie müssen wir vielleicht mehr unterschiedliche Architekten mit einbinden oder braucht man vielleicht mehr unterschiedliche Bauteilkataloge, vielleicht nicht nur den WWS 70 und den P1 und 2? Oder muss man mit mehr verschiedenen Materialien planen? Das wäre etwas, was mich am heutigen, also was ich gerne heute Abend diskutieren würde. Und die Frage, die sich eigentlich daraus für mich auch ergeben hat, ist, wann hat überhaupt die Wertschätzung für diese Plattenbauten nachgelassen? Weil man muss ja schon sagen, dass diese Wohnungen in der Zeit damals durchaus beliebt waren. Also es waren moderne Wohnungen, es waren oftmals lichtdurchflutete Wohnungen. Man hatte ein eigenes Bad und oft ja auch einen eigenen Balkon. Also wie kommt es, dass der Begriff Plattenbau heute so negativ konnotiert ist? Und da frage ich mich eben, war das schon in der DDR, dass man irgendwie gemerkt hat, es sind einfach zu viele Menschen auf einem Haufen oder es ist zu monoton oder vielleicht war auch einfach der bauphysikalische Standard zu schlecht oder hat das dann erst nachgelassen nach der Wende, als die Plattenbauten immer mehr und mehr verrotteten und als auch viele von ihnen abgerissen wurden. Und damit komme ich dann zu meiner dritten Frage. Wie gehen wir mit den vorhandenen Plattenbauten um? Abreißen ist meiner Meinung nach keine gute Idee, weil das einfach CO2 ist, was wir verschwenden würden. Und man muss ja einfach sagen, in Dresden sind, also in Dresden und auch generell sind nicht mehr viele Wohnungen in kommunaler Hand. Wie kann man das also irgendwie steuern, dass die Plattenbauten auch ordentlich saniert werden? Jetzt muss ich kurz Luft holen. Und ich habe mir dazu ein bisschen Gedanken gemacht. Ich denke, man muss die Sanierung von Plattenbauten einerseits erleichtern und fördern, aber diese Erleichterung und Förderung, die muss man an Bedingungen knüpfen. Und Bedingungen sind einerseits halt natürlich, dass man bauphysikalische Verbesserungen macht, also Schallschutz und Wärmeschutz. Aber ich denke, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Was man sich vielleicht bei anderen Städten oder Ländern abgucken kann, ist, dass man die Förderung auch an bauliche Qualitäten bindet. In Wien muss man zum Beispiel Holzfenster einbauen, wenn man sozialen Wohnungsbau gefördert haben möchte. Aber ich denke, auch das ist vielleicht noch nicht weit genug. Man muss auch die Gestaltung der Plattenbauten generell überdenken, weil man muss es einfach sagen, die Mehrheit der Plattenbauten ist nicht so schön wie das, was Sie gerade gezeigt haben. Deshalb denke ich, man muss diese Förderung vielleicht auch an verpflichtende Teilnahmen bei den Gestaltungskommissionen binden oder, was meiner Meinung nach noch viel sinnvoller wäre, offene Wettbewerbe für Plattenbausanierungen ausloben, an denen auch Architekten teilnehmen können, die vielleicht noch keine 20 Plattenbauten saniert haben und die noch innovative und unverbrauchte Lösungen für den Umgang mit dem Bestand entwickeln können. Weil ich denke, nur so kann man eine langfristige Zukunft für diese Plattenbauten schaffen und für die Bewohner auch eine bessere Zukunft.
antworten. Aber vorher, ich möchte noch mal auf den Professor Meister zukommen, weil mir das vorhin nicht leicht so einfiel. Dieses Buch, das sollten alle Behörden hier im Osten in ihrem Regal haben, die sich die Baubehörden, die Sozialbehörden, die Städteplaner, die haben alle in großen Teilen nicht mehr die Übersicht, wie sie das bewerten sollen. Und es ist also ein ungeheurer Verdienst, den er sich da zugemutet hat. Und da er ein Wessi ist und ich ein Ossi, habe ich das immer gefördert, weil ein Buch von einer roten Socke über Plattenbau wäre nicht gut gewesen. Und er hat das ganz neutral geschafft. Sie können dort scharfe Kritiken auch lesen. Es geht ja vor allem bei der Kritik um die Frage der Gestaltung. Der Plattenbau ist trist. Bitte schön, gebe ich Ihnen recht. Warum ist er trist? Weil vor längerer Zeit eine deutsche Regierung gedacht hat, sie muss Panzer nach Russland schicken. Und danach war Deutschland kaputt. Und die Leute brauchten Wohnungen. Und das ließ sich nicht mit Ziegelsteinen machen so schnell. Das ist einfach Fakt. Und da hat man die Platte, das ist also Entwicklung, die DDR hat da viel getan, aber in anderen Ländern, auch in Frankreich, auch im Westen, ist in Platte gebaut worden. Die Gesetzmäßigkeit, die zur Tristesse geführt hat, ist einfach die, es stehen sich gegenüber die große Zahl, die gebraucht wird, und die gestalterische Vielfalt, die gewünscht wird. Das eine ist teuer, und das andere haben wir gemacht. Und wenn Sie einen Bewohner gefragt hätten, der damals, und ich übrigens auch, ich habe auch noch in 1990er Jahren um in der WBS 70 Wohnung gekämpft, eine Einraumwohnung. Ja, und wenn Sie die Leute gefragt hätten, wollt ihr mehr Schnickschnack an der Fassade oder wollt ihr noch 2 Jahre auf die Wohnung warten? Nee, die wollten die. So, und das ist der Stand. Und wenn ich jetzt ein paar Bilder zeigen könnte, irgendjemand hilft mir jetzt hier, was von unserem heutigen Plattenbau in Dresden ist, das wäre jetzt also der Ordner Plattenbau nach der Wende oder Plattenbau saniert. Da können wir ein paar Bilder durchschieben. Die Dresdner werden es dann kennen. Plattenbau saniert. Ja, und die lassen wir einfach mal so ganz langsam ein paar Bilder durchlaufen, während ich also noch ein paar Dinge sage. Es ist natürlich die Fassade, die uns Sorgen macht. Und gerade die Fassade ist der entscheidende ökonomische Punkt gewesen, warum wir haben so viel Wohnung bauen können. Weil wir eine dreischichtige Außenwandplatte gemacht haben, die voll montierbar war. Tragschicht, Wetterschale, Dachschicht, Dämmschicht und Wetterschale. Und da waren die Fenster schon drin, selbst das Glas war drin. Und da ging das ruckzuck. Es ist maßgeblich die dreischichtige Außenwand gewesen, die uns diesen Baufortschritt ermöglicht hat. Dazu kommen auch noch Raumzellen im Bad und so. Und jetzt plötzlich mit den verschärften energieökonomischen Anforderungen merken wir, die dreischichtige Platte, das klappt wohl nicht mehr. 6 cm Dämmschicht und vorher die Wetterschale davor, das hat noch geklappt, aber jetzt haben wir 20 cm Dämmschicht, vielleicht noch mehr. Also das fiel mir dann irgendwann mal auf an der Bauakademie und da haben wir also andere Wege versucht, zunächst noch die dreischichtige Platte energetisch hochzudämmen, aber inzwischen bin ich ein Vertreter, dass die dreischichtige Platte nichts mehr bringt. Wenn wir nun schon einmal so kühn sind und dafür auch nicht mehr belangt werden, dass ich so etwas Ketzerisches sage, die dreischichtige Platte ist aus, war früher gut, heute ist sie aus, dann kann ich Ihre Frage beantworten, wie könnte es denn weitergehen mit dem Plattenbau? Meine Vorstellung wäre die, wir produzieren nur noch die Innenwände in einer Vorfertigung. Plattenwerk will ich irgendwie nicht so richtig gebrauchen, den Namen. Denn Plattenwerk, das war für Dimensionen wie Gorbitz und so, also hunderttausende Wohnungen. Das haben wir ja nicht mehr. Aber irgendeine Vorfertigung von einem kompetenten Baubetrieb wird es geben müssen. Und da macht die Innenwände. Und da brauche ich eine Form, eine standardisierte Form. Und eine Form,
wo er einen Teil verschieben kann. Das geht über BIM aus der Planung raus. Und wenn ich eine feste Form habe und eine verschiebliche, kann ich alle Maße machen. Und die Decken machen wir wie bisher mit Platten. Oder aber, um die Marktwirtschaft ein bisschen mit reinspielen zu lassen, macht jeder vor Ort, wie er gerade einen günstigen Deckenbauer hat. Von mir aus auch monolithisch und was auch immer. Und dann hängen wir in die Außenwand nur noch eine Tragschicht rein. Wie es früher war, bloß eine Dreischicht, bleibt bloß noch die Betonplatte. Das Fenster kann auch schön drin sein, alles wie bisher. Und das, was wir hier nach der Wende gemacht haben, nämlich auf den alten WBS 70 nochmal eine Dämmung draufgeklitscht und dann eine glatte Folie. Da, an der Stelle muss ich übrigens sagen, ich höre von vielen high-gestalterischen Architekten, wie böse wir waren in der DDR, dass wir nicht gebracht haben. Die haben die ganzen 30 Jahre in ihrer Sanierung auch bloß ein Tischtuch über die Fassade gezogen. Also mir soll mal einer sagen, dass die das besser könnten. Die hatten die Möglichkeit, haben es nicht gemacht. In der Sache, wie ich mir vorstelle, ein zukünftiger Plattenbau, steht dann also die Betonfassade und es kann jeder nach Lust und Laune und auch nach, wir wissen ja noch gar nicht, wie das energetisch mal weitergeht, eine Dämmschicht aufbringen, von mir aus sind dort auch Leitisolarzellen drauf. Und sie sagten, Architektenausschreibung, bitteschön, ein Standardgrundrisse und die waren nicht schlecht, WBS 73-Raum, alles können wir wieder nehmen. Und dann machen wir einen Fassadenwettbewerb und jeder kann seine Fassade dort gestalten. Wird das nie abwechslungsreich? Ja, gerne. Warum Beton? Interessante Frage. Es ist, ich hole sie jetzt nie raus, es ist eine schöne rote Bauzeitung, gerade erschienen, so vor 14 Tagen, drei Wochen. Eine der tollsten Bauzeitungen, die ich in all den Jahren, ich kriege sie immer, gekriegt habe. Das behandelt diese ganze Problematik, was ist sinnvoll, CO2-Abdruck und so weiter und so fort. Und da stellen die auch ihre Frage, Beton. Beton kriegt langsam einen üblen Ruf. Da schreiben nämlich, also in dem einen Artikel, schreiben sie, also es hat den höchsten, schlechtesten CO2-Abdruck. Okay. Nun bin ich aber bekennender Querdenker und lese drei Artikel weiter. Da steht drin, die Haltbarkeit vom Beton ist weit über 100 Jahre. Im Durchschnitt rechnet man mit 35 Jahren, stand auch in der Bauzeitung. Also nennt es mir nicht übel. Also wenn das so lange hält, und viele reden auch von Kreddel to Kreddel, also zu altdeutsch einfach wieder Nutzung, wenn ich sie aber nie nach 30 Jahren abreißen muss, sondern wenn die 120 Jahre halten, habe ich natürlich viel CO2 eingespart. Ich bin aber immer noch Querdenker, da kommt die nächste Komponente, das ist, wussten Sie, dass Betonplatten Energieakkumulatoren sind? Wir reden alle davon, dass Energie zu speichern, ganz schwierig. Beton hat durch seine Speichermasse die Eigenschaft, dass es die Sommerhitze aufnimmt und nachts allmählich abgibt. Und wenn Sie wissen, wie man Nachtlüftung macht, nämlich die Fenster erst auf nach Mitternacht bis früh, dann entladen sich die Energiespeicher. Das ist die Dissertation über seiner TU Dresden, so von meiner Zimmerkollegin damals, darum weiß ich das noch. Der Frau Dr. Erika Krause, die hat untersucht, wie man ohne künstliche Klimatisierung vernünftiges Klima erreicht. Also, nur sage ich Ihnen, rechnen Sie es mal zusammen. Ich habe die Antwort nicht parat, aber ich bin sehr vorsichtig, wenn so schnell überall geredet wird, Beton, Gott, 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 schlechter Fußabdruck, der Zementverbrauch, der benötigt eine Energie, wenn man herstellen. Und da steht irgendein kleiner Zwerg im Hintergrund und sagt, ja, die anderen nehmen, die wollen alle hier nicht Helium, sondern Wasserstoff nehmen, können wir weiter herstellen von Zement auch. Und plötzlich ist das Thema futsch. Also man muss sehr komplex denken. Ich nenne das auch gerne wirklich Querdenken. Wie soll ich es nennen? Ich habe nicht mit den Leuten zu tun, die hier die Medizin schlecht machen. Einfach denken. So, jetzt habe ich mich verquatscht. Danke. Wobei ich natürlich eins dazu sagen muss, jetzt hier als Zwischenruf, Frau Lehrbretter, bevor Sie mit Ihrem Zwischenruf dran sind, hier ist Querdenken im positiven Sinne gemeint. Weil ich auch der Auffassung bin, wer querdenken will, muss zuallererst mal geradeaus denken lernen. Und das hat er mehr als einmal bewiesen. Frau Lehrbretter.
Ich möchte ganz kurz zwei Dinge noch einwerfen. Also erstmal, Frau Lambrett, diese Rechnung, die Sie da uns vorgehalten haben hier, dass in der DDR, wenn man das jetzt hochrechnet, über 400.000 Wohnungen, das Potenzial zumindest da war, 400.000 Wohnungen für die ganze Bundesrepublik zu bauen, finde ich erstmal einen sehr guten Zwischenruf. Wobei man natürlich, und das ist vielleicht bei mir jetzt noch nicht so richtig rübergekommen, es ist natürlich, der Wohnungsbau in der DDR ist nur deshalb so radikal umsetzbar gewesen, weil das natürlich alles top-down war. Es war ein Staat, es war ein Bauministerium, was die Leitbilder vorgegeben hat, hat die gesamte Bauwirtschaft umgestellt auf industrielle Vorfertigung oder auf radikale Standardisierung, wie das auch hieß. Und dann war das auch möglich. Wenn wir heute darüber, wenn wir das Ganze jetzt mal, also nicht die Zahlen auf heute übertragen, sollte uns einen Denkanstoß geben, aber wenn wir die Bauwirtschaft auf heutige Verhältnisse übertragen sollten, würde das bedeuten, dass es keine private Bauwirtschaft mehr gäbe in Deutschland. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft nur dann auch überleben kann und auch nur dann in der Lage ist, vielleicht irgendwann mal 400.000 Wohnungen zu bauen, wenn wirklich privatwirtschaftlich, private Initiative da im Vordergrund steht und im Grunde genommen einem Investor auch zugebilligt wird, dass der auch mit Wohnungsbau auch Gewinn machen darf. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser Problem heute, dass immer angenommen wird, ein Wohnungsbauinvestor darf keine Gewinne machen, der darf nur sozial veranlagt sein. Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen auch umdenken. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich auch nochmal ansprechen möchte, ist, mit dem seriellen Bauen und auch mit der industriellen Vorfertigung werden wir das Wohnungsproblem nicht alleine lösen können. Und mein Plädoyer war jetzt dahin auch ausgemünzt und deshalb auch meine ganze Motivation, mich auch da bauhistorisch auseinanderzusetzen, ist, das ist eine Baumethode. Und diese Baumethode, dieses industrielle Vorfertigen, das ist aber so diffamiert worden in den vergangenen Jahren, dass sich keiner mehr traut, dieses Thema anzugreifen. Und ich kann mich erinnern, vor fünf oder vor sieben Jahren, als ich mit meiner Dissertation angefangen habe und dann auch angefangen habe, darüber zu sprechen, über Standardisierung und über industrielle Vorfertigung. Sie glauben gar nicht, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, sozusagen abgewatschelt, Standardisierung oder Vereinheitlichung von Entwürfen, das kann nicht sein. Das war also in Gesprächen, die ich da geführt habe. Das wird sozusagen in unserem Denken ist es nicht vorgesehen und auch in der Architektenausbildung ist es nicht vorgesehen, dass man einen Typenentwurf macht und der dutzendfach oder hundertfach gebaut werden kann. Und ich frage mich auch, warum kann ich denn nicht ein Gebäude, was ich einmal irgendwo erfolgreich realisiert habe, warum darf ich als Architekt das nicht eins zu eins woanders auch wieder hinsetzen? Das ist in unserer Kultur nicht drin. Natürlich, juristisch könnte ich das machen, wenn ich von den 16 verschiedenen Bauordnungen mir das richtige Bundesland aussuche, dann geht es. Juristisch ist es möglich, aber baukulturell ist es ein Unding. Und da, glaube ich, müssen wir ein bisschen auch umdenken. Und ich glaube, und das schließe ich jetzt nochmal ab, wenn wir wieder auf Standardisierung mal zurückgehen, wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir möglicherweise den Standard im Wohnungsbau etwas reduzieren können, vereinzelt reduzieren können, damit wir mal diese Quantitäten an Wohnungsbau auch realisieren können. Das ist, vielleicht müssen wir uns mal davon verabschieden, dass alles immer barrierefrei sein muss, dass alles immer energetisch tipptopp sein muss und plus Energie auch noch sein muss. Wenn wir dieses große Wohnungsproblem haben, und das Problem haben wir nicht, weil 1,1 Ukrainer jetzt in Deutschland leben, daran liegt es nicht. Und es liegt auch nicht daran, dass wir syrische, afghanische und sonstige Flüchtlinge bei uns haben. Das Problem ist, dass der Staat macht es nicht möglich, der privaten Bauwirtschaft das zu ermöglichen, Wohnungsbau zu errichten. Ich noch mal hier an der Stelle eingreifen. Ich habe hier schon die Wortmeldung gesehen von Dr. Jäger. Herr Professor Meuser, es gibt ein ausgesprochen interessantes Buch, das herausgekommen ist, trägt den Titel Architektendämmerung, beschäftigt sich mit, man liest als Verkehrsingenieur, der ich nun mal von Beruf bin, natürlich mit besonderem Interesse. Da gibt es ein Kapitel da drin, der Vampir mit dem treuen Blick. Oder der Architekt und das Geld. Es gibt einen Fall, wo man tatsächlich hier in Dresden nachweisen kann, dass also tatsächlich, wir reden hier nicht von Typisierung, sondern von Wiederverwendungsprojekt. Manch einer kennt den Begriff noch von DDR-Zeiten. Geld war nicht da im Haushalt, 2002, 2003.
Sporthallen fehlten. Gebaut werden musste unbedingt eine an der 55. Oberschule in Plauen, Mittelschule damals. War dran, 73. Mittelschule draußen in Laubegast, fiel plötzlich Uraltgebäude, der Boden zusammen und es eröffnete sich ein 10 Quadratmeter großes Loch, was direkt vom Fußballfeld bis runter in den Keller ging. Eine Sporthalle hätten wir bauen können. Wir wollten aber zwei bauen. Architekt macht Wiederverwendungsprojekt, Einfeldhalle unter 73. Einfeldhalle gleicher Bau an der 55. Dank Förderung ist es auch so geworden, Wiederverwendungsprojekt. Der Streit mit dem Architekten damals ging mehrere Jahre, weil er zweimal kassieren wollte. Und zwar volles Honorar kassieren wollte. Und da sind wir natürlich dann schon mit zu einem Punkt, wo ich auch persönlich kritisch sage, das ist natürlich bei aller Marktwirtschaft und bei aller Liebe dann auch ein Punkt, wo man, wenn man dann so in ein Wiederverwendungsprojekt einsteigt, bitter mitzuerleben, wie dann wirklich um Geld, gefeilscht wird. Ich will aber hier an dieser Stelle jetzt keineswegs abwürgen wollen. Frau Lambrett, Sie können gerne noch mal antworten. Ich würde nämlich lieber ins Publikum gehen. Dann. Ich denke nicht, dass man Barrierefreiheit oder bauphysikalische Anforderungen oder Gestaltung einsparen muss. Ich habe ja eine Zeit lang in Wien gelebt und da kann man sich eigentlich wirklich gut anschauen, wie viele Wohnungen gebaut werden können und trotzdem eine relativ hohe Qualität dabei rauskommt. Dort gibt es, also das habe ich ja gerade schon so ein bisschen in meinem Plädoyer angebrochen. Dort gibt es eben Förderungen für sozialen Wohnungsbau, der von privaten Investoren realisiert wird. Man baut aber dann nicht nur den sozialen Wohnungsbau, sondern man kann zum Beispiel gleichzeitig auch frei finanzierte Wohnungen, die dann von ganz normalen Bürgern gekauft werden können, bauen. Und das ist alles in einem Haus. Und die frei finanzierten Wohnungen finanzieren gleichzeitig auch den sozialen Wohnungsbau mit. Zusätzlich gibt es eben diese Förderung, die eben die bauliche Qualität auch als Standard haben. Und ich denke nicht, dass die Investoren in Wien keinen Gewinn machen. Also zumindest das, was ich dort mitbekommen habe, das kann ich nicht bestätigen. Trotzdem gibt es dort eine sehr hohe Qualität an Wohnungen. Vielleicht für diejenigen, die mich noch aus meiner früheren Tätigkeit kennen. Ich bin selbst seit 10 Jahren Vorsitzender einer musikhistorischen Gesellschaft, der Deutschen Johann-Strauss-Gesellschaft, und habe natürlich schon gewisse Affinität zu Wien. Das ergibt sich ganz einfach aus dem Komponisten und seiner Familie. In Wien gibt es zwei Dinge. Und da sollte man wirklich mal nach Österreich von Deutschland ausschauen. Gibt es zwei Dinge, die tatsächlich für Deutschland insgesamt überlegenswert wären. Das eine, das interessiert natürlich den Verkehrsingenieur, das ist die sogenannte Gemeindeverkehrsabgabe, die Wien erhebt und die es ermöglicht hat, über die letzten Jahre hinweg einen exzellenten öffentlichen Nahverkehr aufzubauen. Und dann gibt es seit 1919 bis heute die sogenannte gemeindliche Wohnbausteuer, die als Sonderabgabe von Wien erhoben wird und mit der schon in den 20er Jahren der soziale Wohnungsbau in Wien vorangebracht worden ist. Das führt dazu, dass das auch heute noch größte soziale Wohnungsprojekt, was es überhaupt in Europa gibt, sich in Wien befindet. Das ist der Karl-Marx-Hof in Heiligenstadt. Eine Fassade, die sich über 1 Kilometer Länge erstreckt.
mit mehreren Innenhöfen und nicht nur an einer Seite, sondern das sind, wie gesagt, eine Hofgestaltung mit mehreren tausend Wohnungen, sozialer Wohnungsbau in einem Gebiet, wo es Wien die Möglichkeit hatte, die Flächen zu bebauen. Das ist wohl wahr. Grund und Boden hat Professor Meuser angesprochen. Aber wo in einer Situation in den 20er Jahren nun alles andere als günstig gewesen ist für etwa sozialen Wohnungsbau, das damalige Rote Wien, wie es bezeichnet worden ist, führt das bis heute weiter. Gehen Sie mal, wenn Sie in Wien sind, nicht bloß die Touristenwege ab. Gott, logisch, das ist jetzt so ein bisschen ein Appell in luftleeren Raum hinein. Ich bin nun mal einfach aufgrund des Hintergrundes öfters in Wien. Erbaut mit Mitteln der Wohnbausteuer Gemeinde Wien, Stadtwappen dran und dann sehen Sie Jahreszahlen und die gehen von 1923 los und die letzten, die Sie finden oder die ich gefunden habe, waren die von 2018. Dann kam Corona und ich war auch selbst seit dem Zeitpunkt nicht mehr mit Wien. Aber so ist das zustande gekommen. Diese Wohnbausteuer, die Wien erhebt, setzt die Mittel frei, damit ein Investor trotzdem noch bauen kann und die Wohnungen auf der anderen Seite bezahlbar bleiben. Über ein solches Projekt, über eine solche Idee hat jedenfalls, soweit mir bekannt ist, in Deutschland noch niemand nachgedacht. Aber ich hatte die Wortmeldung da hinten, das war Dr. Jäger. Sie dann und dann Sie hier vorne. Ganz einfach, weil es nicht opportun war, dass es öffentlich geworden ist. Aber wir haben uns in dieser Zeit bereits damit befasst, serielles Bauen auch noch in größeren Formaten zu bewältigen, ausgehend von der Aufgabe und dabei immer wieder schauend, wo ist es wirtschaftlich realisiert worden. Ich nenne Namen: Larsen und Nielsen, Philipp Holzmann, Hochtief, Camus, Cognier. Das hat nichts mit DDR zu tun. Aber es waren für uns junge Leute Vorbilder, interessante Anregungen, die damit verbunden waren. Und ich kann mich noch sehr gut auf die Untersuchungen bei uns in der Anlage entsinnen und die Diskussion, wie bekommen wir es hin, die Funktionen der Außenwand so zustande zu bringen, dass es technologisch lösbar ist. Serielle Fertigung verlangt Technologien. Und ich kann mich an Gespräche vor
zwei Jahren entsinnen, wo die Forderung nach Plattenwerk, aber nicht Plattenwerk, sondern einer seriellen Fertigung wieder hochkam. Ob das nun noch eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Tatsache ist, mir auch danke für diese Vorrechnung, die macht uns deutlich, was wir an Aufgaben zu bewältigen haben. Und mit Klein-Klein werden wir manches nicht lösen. Wir werden allerdings auch auf unserem gemeinschaftlichen Raum, wie es Bruno Flier in verschiedenen Veröffentlichungen, das ist 1969-70 gewesen, zum Ausdruck brachte, der öffentliche Raum ist Kommunikationsraum im Bild, in der Fassade, in dem, wie man hinunterschaut von der Loggia und oder auf der Sitzbank zwischen dem Grün. Und Tatsache ist, deine Äußerung zu den gespeicherten CO2 ist etwas, was wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Das CO2 ist im Material gebunden und viel länger gebunden, als wir es momentan wahrhaben wollen. Danke. Da hinten, das ist Dr. Hunger. Ihr müsst euch an die westlichen Verhältnisse. Und was haben wir heute? Wir sind heute über 40 Quadratmeter pro Person. Oder wie viel? Bei 48 inzwischen. So, und wenn wir immer sagen, wir brauchen mehr Wohnungen, nein, wir müssen die Wohnflächen. 50 Quadratmeter inzwischen. Na gut. Also jedenfalls hat sich das gewaltig erhöht. Die Einwohnerzahl der Bundesrepublik hat sich aber eigentlich kaum erhöht. In Sachsen auch nicht. Es stagniert überall. Das heißt, wir brauchen eigentlich das, um solche gewaltigen Zahlen, die da vom Bund genannt werden mit den 400.000, dann brauchen wir so ein restriktives Herangehen, wie wir es im DDR-Wohnungsbau hatten. Erstens war die Fläche begrenzt. Wir hatten einen durchschnittlichen Quadratmeter pro Kopf. Ich hatte eine 64 Quadratmeter Wohnung mit zwei Kindern. Das will heute keiner mehr haben. So, wenn wir über CO2 reden, dann müssen wir wirklich uns überlegen, wie können wir die heute exorbitant vorhandene Wohnfläche wieder mehr in mehr Wohnungen aufteilen. Und da kommen wir sofort zu Restriktionen, die man in dem System nicht will. Und dann noch etwas zu dieser Leistung mit den vielen Wohnungen. Das ging nur, weil der Staat Bauherr war, Auftraggeber war und Besitzer am Ende, oder wir Volkseigentum, und der Grund und Boden nichts, im Prinzip nichts kostete. Wir konnten als Planer eigentlich frei verfügen über den Grund und Boden. Und wenn Sie sich heute in den Bau, war jetzt gerade was in der SZ, da geht manchmal ein Drittel der Baukosten in den teuren Boden. Und da müssen wir über Erbpacht wieder nachdenken oder, also nicht unbedingt Wohnung verstaatlichen, aber den Grund und Boden zu solch einem Preis drücken, dass dann nicht Leute spekulativ einmal gewinnen, indem sie ihre Gärtnerei verkaufen und für ein paar Jahre reich sind. Aber wir alle bezahlen das durch hohe Erschließungskosten. Und was hinter der hohen Wohnfläche liegt, die wir heute haben pro Kopf, ist nämlich ein exorbitanter CO2-Verbrauch. Wir reden immer nur über Beton oder Holz oder sowas. Ich bin übrigens auch in dem Fall für Beton. Und wir reden nicht über Flächeninanspruchnahme. Wir brauchen mehr Eigenheime, wir brauchen mehr Wohnungen, die den Bedürfnissen der Menschen entsprechen. Ja, wenn sie Geld haben, können sie die Bedürfnisse befriedigen. Aber wir müssen Versiegelung vermeiden. Wir dürfen die Stadtwucherung nicht noch unterstützen, indem wir immer mehr Häuser in die Landschaft bauen. Und das ist zum Beispiel das, was mich an der Erklärung des Bundes, 400.000 Wohnungen zu bauen,
Ich frage mich, wo wollt ihr denn die Fläche hernehmen? Oder zum Beispiel die Frage, wir haben die Sozialbindung beim sozialen Wohnungsbau. Wenn die ausläuft, dann gehen die Mieten hoch. Warum kann ich nicht einfach die Sozialbindung verlängern und sagen, die Leute, die dann eben privat jetzt mehr Profit machen wollen, die kriegen natürlich eine Abfindung. Und dann brauche ich nicht so viel neue Wohnungen zu bauen für Leute, die die teuren Wohnungen sich nicht mehr leisten können. So, das nur mal als kleiner Einwurf. Ja. Da hat völlig recht. Es gibt so viele Punkte heute zu besprechen, das klappt nie, da ist die Zeit zu kurz. Aber eins will ich doch noch mal sagen, wir verstehen uns da nie falsch, aber ich weiß nicht, er zeichnet einer auf. Also ich gebe natürlich nie den Ukrainern die Schuld, sondern ich habe ein mathematisches Beispiel gebracht, wie es um unseren Wohnungsbau aussieht. Ob wir Plattenbauähnliches noch mal bauen können hier in unserer Bundesrepublik, das hängt, jetzt erschrecken Sie bitte nie, wenn ich das Wort gebrauche, von den Triebkräften ab. Hat mal Marx gebraucht. Es muss nicht alles Mist sein. Ich nenne sie Ihnen mal. Wenn wir hier bauen wollen, da haben wir die eine Triebkraft, das ist der, der bauen will. Warum will er denn bauen? Ja, weil er von der Rendite leben will. Das ist erstmal nicht zu verurteilen. Zu verurteilen ist einfach diese Vonovia AG, wo Aktionäre ihre Knete verdienen und die jetzt, habe ich kürzlich gehört im Fernsehen, vor lauter Angst, weil die Bundesbauministerin Geiwitz nun doch irgendwie billig bauen will, hat die Vonovia erklärt, wir bauen nicht mehr neu. Erstmal, habt ihr das gehört? Ja. Also das ist schon ungeheuer. Wie geht denn das, dass wir überhaupt in einer marktwirtschaftlichen Sache bauen? Also die Triebkraft Nummer eins, der Bauherr, hat eigentlich kein Interesse, billig zu bauen. Das ist nun mal so. Der nächste ist der Architekt. Haben wir welche hier? Ich würde mal, ist jemand von der Architektenkammer hier? Die vermisse ich nämlich ein bisschen. Ich habe gedacht, die sind da interessierter dran an Architektur. Also, der Architekt, der baut oder lebt von der HUAI, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Und die bemisst seinen Lebensunterhalt, sein Honorar an Baukosten. Also so dumm, dass die sparen oder so reich sind sie vor allen Dingen, die Architekten. Die kämpfen viele um ihr Überleben. Wenn wir also solche Wohnungen bauen wollen, wie ich sie vorschlage, mit einer gewissen Standardisierung im Kern, preiswerte Lösung, dann ist meiner Meinung nach folgendes, und das kommt so ein bisschen dem Wiener Modell hier entgegen. Also eigentlich brauchen wir wieder eine städtische Wohnungsbaugenossenschaft. Die hat angestellte Architekten, die ein gutes Gehalt kriegen, aber nicht unbedingt nur, wenn sie Schnickschnack bauen, sondern einfach, wenn sie vernünftig bauen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass in einem gewissen Umfang, ich bin also kein Plattenbauideologe, der das jetzt hier alles machen will. Sie machen Ihre schönen Häuser, ich habe Ihre Bilder gesehen. Ich habe auch das grüne Buch über Sachsen, das Sie maßgeblich gemacht haben und habe mir angeguckt, was dort für schöne Wohnungsbaulösungen drin sind im Einzelnen. Bloß wir müssen uns klar sein, wenn ich eine von diesen schönen Lösungen nehme und sage, ja, was ist denn, wenn ich die jetzt 100 Mal baue, ziemlich öde. Das Problem liegt also, ist darin nicht zu lesen. So, und jetzt nochmal eine kleine Mathematikaufgabe, mit der ich den Herrn da hinten also total unterstütze. Wir haben also gerade in Bergandering hier, was ist denn das, Reik oder was? Oh, Reik ist das schon. Bergandering, da haben wir furchtbar lange Riegel, Wohnriegel. Inzwischen sind sie begrünt und so. So schlimm finde ich sie übrigens gar nicht. Aber weil der Herr auf das Bauland einging, da gebe ich Ihnen jetzt eine kleine Matheaufgabe. Die übliche Wohnung dort hat also Sektion oder Segment, hat ein Treppenhaus, links 6 Meter, rechts 6 Meter. Jeweils eine Dreiraumwohnung drin. Das haben wir 6 Mal übereinander. Und dann haben wir hier 100 Meter, 200 Meter,
für die zwei Wohnungen im Erdgeschoss alleine haben wir also 14,40 Meter. Nun bauen Sie das mal in Eigenheim. Ich höre das immer wieder gerne von Architekten, die wahrscheinlich im Hochland wohnen und eine schöne Villa gerade ergattert haben. Rechnen Sie sich das mal aus, was da rauskommt, alleine von einem Treppenhauseingang aneinander, das sind Einrahmungen. Da müssen Sie Straßen bauen, da müssen Sie Erschließung bauen. Wenn Sie das für das ganze Wohngebiet gemacht hätten, wäre bis zur Sächsischen Schweiz alles zu. Sie können dort, mein Verkehrsplanerfreund wird da voll zustimmen, hatten die Straßenbahn keinen Sinn mehr. Ja, die können sie zwar bauen und es sind dann noch drei Eigenheime, die in der Nähe liegen und hingehen. Die anderen fahren alle mit dem Auto. Was für ein Irrsinn basiert auf diesem Gebiet. Ich hoffe, hier sind auch ein paar von der letzten Generation mit hier, die wegen so einer Braunkohlenkippe Krach machen. Die Probleme liegen eigentlich ganz woanders. Die sind ein bisschen schwieriger zu sehen. Und vielleicht auch ein paar Grüne jetzt. Ich meine, die Panzergrünen, aber die wirklich Grünen, die noch an die Ökologie denken. Wenn wir das alles in Eigenheim gebaut hätten, da hätten wir hier Hochwasser, Überflutung, der Acker wäre weg und so weiter und so fort. Ich danke Ihnen. Also ich muss jetzt mal ein bisschen das Architekten-Bashing beenden. Wir sind gar nicht so schlimm. Also ich denke, was man, also Sie reden ja die ganze Zeit übers Neubauen, aber ich denke, was man wirklich auch nicht vergessen darf, ist, es gibt ja schon sehr viele Plattenbauten, von denen auch sehr viele leer stehen. Und man muss sich nicht nur übers Neubauen Gedanken machen, sondern auch darüber, wie man die umbaut. Und sie verbessert. Weil ich denke, man kann schon sagen, dass die Wohnungen einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und diese Diskussion über die Wohnfläche pro Person, die ist auch in der Architektenschaft, wird die geführt. Also meistens wollen Einfamilien versuchen, Architekten Einfamilienhäuser auszureden. Und also vielleicht nicht immer, aber wir sind auf jeden Fall auch dafür weniger Wohnraum pro Person und dafür aber mehr qualitativen Wohnbau zu bauen. Die Replik von Herrn Sie hat recht, aber sie weiß nicht alles. Sie weiß zum Beispiel nicht, dass die WWS 70 von so, also das ist meine, vor mir, ich habe da keine Aktie dran, da war ich noch Student, von so genialen Leuten gemacht worden ist, die leider nicht so in den bunten Architektenblättern stehen, wo das neueste Einfamilienhaus am Hang in freier Sicht, also was sie als Normaler gar nicht kriegen. Diese Leute haben die WWS 70 entwickelt und wissen Sie, was sie wohl alle gar nicht wissen? Die hat eine 6 Meter lange Decke. Auf dieser Decke steht eine Trennwand, die zwischen Wohnzimmer und Kinderzimmer oder Schlafzimmer trennt. Und diese Trennwand können Sie rausnehmen. Das ist seit 40 Jahren so. Wenn der Wohlstand ausbricht, werden die WWS 70 Wohnungen gefragt, weil sie aus der Dreiraumwohnung in Zweiraumluft machen und so weiter. Geht alles. In der 1440-Lösung, an der ich mitgearbeitet habe, geht sogar noch mehr. Da können Sie ganz problemlos zwei benachbarte Wohnungen zusammenschließen. Da werden aus zwei, drei, es wird nicht gemacht. Und warum wird es nicht gemacht? Soll ich Ihnen sagen? Weil Sie für die freie Beweglichkeit, aber mehr den freien Wohnungsmarkt, da brauchen Sie, laut Untersuchung, einen Überhang von 10-15%. Das heißt, wenn der Wohnungssuchende irgendwo hingeht und der Vermieter sagt, Miete hier 1.300, sagt der Wohnungssuchende, gehe ich noch nebenan, das ist auch eine freie Wohnung. Also generell der Markt, habe ich als Ossi schwer lernen müssen, funktioniert nur, wenn ein Überhang da ist, richtig. Ansonsten wird es eine Verteilungswirtschaft, das kennen wir aus der DDR. Wenn so viele Wohnungen da wären, dass diese Entspannung eintritt,
dann könnten wir diese Wände rausreißen. Kann man aber nicht. Erstaunlicherweise 40 Jahre nach der Entwicklung der WWF 70 können wir das nicht. Und ich nehme an, die allermeisten wissen auch gar nicht, dass das geht. Also schon sehr eigenwillig. Und damit diese freie Marktwirtschaft auf dem Wohnungsmarkt nie eintritt, hat man uns im Osten, speziell auch hier in Dresden, aber tausende Wohnungen abgerissen nach der Wende. Da waren schlaue Leute im Rathaus, waren sicher keine Ossis. Es waren Verbrecher am Volk. Können wir die Bilder zeigen? Bist du mal so nett hier? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das muss jetzt noch mal für ein bisschen kürzer halten. Das ist ja bloß ich. Gut, wenn Sie Ihre Selbstgespräche führen, aber bitte eben im Sinne der ganzen Gemeinde. Wir können nicht alle Probleme, die der Wohnungsbau überhaupt hat, hier diskutieren. Wenn wir diskutieren sollten, sollten wir über die technischen Probleme des Plattenbaus reden. Das ist das, was eigentlich der Sinn auch, sagen wir, des Vortrags von Herrn Was können wir mit dem Plattenbau machen? Und warum ist er so schlecht geredet worden? Was müssen wir besser machen? Ich würde jetzt die Gelegenheit nutzen, einfach schlicht und ergreifend nochmal eine Zwischenbemerkung zu machen. Wir sind jetzt tatsächlich schon etwas über der Zeit drüber weg und Sie haben völlig recht mit Ihrem Zwischenruf. Sie haben völlig recht mit Ihrem Zwischenruf. Es gibt in der Tat nicht zuletzt auch das Buch, also die beiden Bände als solches, das Problem, dass tatsächlich eine ganze Reihe von Dingen heute nicht oder nur ansatzweise angerissen werden kann. Aus ich muss dazwischen sein. Völlig abgerissen. Das ist die Reigerstraße Nordseite. Ja. Ich will hier an dieser Stelle einfach schlicht und ergreifend sagen, das war gleichzeitig Ihre Wortmeldung gewesen. Moment, dann machen wir das Folgende. Sie waren jetzt mit einer Wortmeldung. Sie hatten die Wortmeldung. Gibt es noch weitere? Ich würde nämlich dann ganz gerne so irgendwo die jetzt sammeln wollen. Dort ist noch eine und da ist noch eine. Also 4 Wortmeldungen und dann mal zu einer Art Fazit und Abschluss kommen wollen. Ich denke, dass wir dann so etwa 2 Stunden erreicht haben. Und man muss es einfach mal so deutlich sagen, es hat mein ehemaliger Chef mir mal gesagt, du kannst über alles reden, aber nicht über 2 Stunden. Und letztendlich, die Straßenbahnen fahren zwar die ganze Nacht durch, aber irgendwie sind hier noch Personen da, die es etwas weiter haben als nur bis Kleinschachwitz oder Dresden-Klotsche. Jörg, du bist dran. Ich glaube, es ist alles zu sehen. Im Fernsehen waren die nicht. Von der Ukraine haben wir das gesehen. Hier sind, ich müsste die Zahlen vorlesen, ich habe sie nicht im Kopf, aber ich habe sie mal ausgerechnet und mir beschafft. Tausende Wohnungen. Und in der ganzen DDR also eine ungeheure Anzahl. Warum? Welche Moral reißt einem Volk in tausender Zahl die Wohnungen ab? Ich weiß, ich mach mir Gedanken, aber äußere die jetzt nicht. Genau, Jörg, da würden wir jetzt tatsächlich zu weit kommen. Da müsste man jetzt tatsächlich etwas über das Thema deutsche Einheit sagen. Und zwar mal ausnahmsweise nicht über den Einigungsvertrag, sondern über die Wirtschafts- und Sozialunion vom 1. Juli 1990 und eine Volkskammer, die damals ein Bankengesetz beschlossen hat und sich über deren Konsequenzen nicht im Klaren gewesen ist. Wir haben nämlich mit dem Bankengesetz im Zuge der Wirtschafts- und Sozialunion die Staatsbank der DDR verkauft. An ein Bankenkonsortium aus Deutscher Bank, Dresdner Bank, Commerzbank und Hypovereinsbank Bayern. Und damit wurden plötzlich in den Wohnungsgesellschaften, die aufgrund eines Motrow-Gesetzes im März 1990 alle gegründet werden mussten, das war das Umwandlungsgesetz, von volkseigenen Betrieben in Kapitalgesellschaften, wurden aus Nominalschulden Realschulden. Das Geld aus dem Bankengesetz hat letztendlich sich dieses Bankenkonsortium eingesteckt
Davon natürlich, wie das bei Banken auch üblich ist, nichts wieder herausgerückt, sondern der Steuerzahler hat im Grunde genommen tatsächlich dies finanziert, die Frage der Altschulden, Entlastungen. Und es ist tatsächlich eine Bundesregierung gewesen, die diese Altschuldenentlastung an Abriss geknüpft hat. 15% des Wohnungsbestandes muss abgerissen werden, wenn die Altschuldenhilfe in Anspruch genommen werden soll. Das sind die Fakten, die heute keiner mehr weiß und keiner mehr wahrhaben will. Und eine dieser Banken aus dem Konsortium hat so gut mit dem Geld gewirtschaftet, dass sie heute nur noch eine Filiale am Dresdner Altmarkt mit dem Namen hat und ansonsten nicht mehr existiert. Dresdner Bank. Wortmeldung. Sie und dann in der Reihenfolge. Sich geweigert haben, mehr von diesem Typ zu bauen, weil sie nicht auf ihr Geld kamen. Sozusagen nach den 70er Jahren haben die Architekten sich ein bisschen mehr durchgesetzt und sie haben dann teilweise mit natürlich mehr Aufwand die Plattenbauten gemacht, die so hier als gutes Beispiel da sind. Das heißt, wir haben zwei Dinge, wenn wir den Plattenbau wieder sagen wir mal, publikumsfreundlich machen wollen. Wir müssen die Infrastruktur natürlich wesentlich anders machen als diese Q6-Bauten, die wir damals hatten. Die müssen wir an die Einheitsrohrbündel denken, in der Küche, in der alles angeschlossen war. Das kann man heute nicht mehr machen. Demzufolge ist also auch die innere Struktur, die Medien sind ganz anders zu machen. Das wird teurer als ein Rohrbündel in der ganzen Wohnung. Wir müssen auch, und da gebe ich Herrn Blobelt recht, die industrielle Bauweise kann sich beschränken auf die Konstruktion. Und dann können wir die Platte dranhängen und dann können wir jede beliebige Gestaltung machen, dass sie den Plattenbau als solchen, wenn er denn nicht mehr zu sehen sein soll, auch gar nicht zu sehen sein wird, aber
warum soll er nicht sehbar sein? Also es gibt durchaus sehr viele Möglichkeiten, den Plattenbau wieder herzurichten. Nur man muss sich auch von Architektenseite daran gewöhnen, dass es ein industrieller Bau ist, der eben, und der Meuser hat es gesagt, ein bestimmtes Rastermaß haben muss, 1,20, haben wir damals festgelegt, wir hatten die Wahl zwischen 1,20 und 1,50, wir haben uns für 1,20 entschieden, weil es ein bisschen besser ging. Und das bedeutet, dass bestimmte Vorgaben auch für den Baubetrieb gelten. Nicht? Sie können einen Automobilbau heutzutage mit tausenden Millionen von Autos nicht in dieser handwerklichen Weise bauen, wie man heute noch Häuser baut. Und wenn man Häuser bauen will in größerer Stückzahl, dann muss man sich mal daran gewöhnen, dass man das industriell baut. Und das bedeutet eine andere Darstellung der, sozusagen der Planung. Das wollte ich nur sagen. Dankeschön. Gut, vielen herzlichen Dank. Danke zunächst. Ich wollte ein paar Fragen haben, die jetzt schon sofort vorgeschrieben, dass ich das einfach mal für die Allgemeinheit für jeden stelle, dass ich dann selber Gedanken damit machen kann, dass ich gar nicht eine Antwort bekomme. Ohne jetzt vielleicht bei so viel Fachexpertise diesen Steckenkern zu sehr in die Hände zu greifen. Vielleicht wollen Sie sich mal Gedanken darüber machen, dass mir jetzt so im Vortrag aufgefallen ist, ja, das serielle Bauen wird immer wieder erwähnt. Aber eben auch die Beispiele gebracht, die ich selber in Halle an der Saale geboren habe, in Dessau studiert, kenne also auch die Ausnahmebeispiele. Es ist, glaube ich, die Schwierigkeit beim Plattenbau, dass man, oder auch wenn man jetzt weiter seriell bauen will, dass ich finde, dass Architektur den Ort macht und der Ort aber auch die Architektur. Das darf man, glaube ich, bei der Stelle nicht vergessen. Dann ist die Frage vielleicht, wie können wir den Städtebau lösen, wie können wir nachverdichten, wie können wir ein urbaneres Gefüge schaffen. Die nächste Frage ist, was mir auffällt beim Plattenbau ist ganz oft, dass die Leute sagen, die Räume sind zu niedrig, kann man sowas bewältigen? Dann Fenstergrößen, kriegt man die überhaupt verändert? Greift man da zu sehr ein? Um es jetzt mal unschön mit Helmut Dietl zu sagen, am Ende wollen es alle eine lichtdurchflutete Altbauscheiße, vielleicht kriegt man das auch in den Plattenbau irgendwie hin. Ich habe jetzt so viel aufgeschrieben, aber das komme ich jetzt gar nicht mehr dazu. Eben allgemein die Frage, wie man vielleicht den Plattenbau jetzt anpassen kann. Oder ist es zum Beispiel möglich, wenn ich jetzt dran denke, an Halle geboren, bis meinem letzten Lebensjahr Halle Silberhöhe gewohnt. Halle ist von 300.000 Einwohnern auf, glaube ich, mittlerweile 190.000 runter. Klar braucht man die Wohnung dort nicht mehr. Kann man den Plattenbau zum Beispiel abbauen und zumindest die Grundstruktur mit neuer Fassade woanders wieder neu errichten? Geht sowas? Gibt es solche Ansätze? Wurde sowas schon mal überlegt oder... Tja, das ist mir jetzt so durch den Kopf gegangen. Vielleicht waren Sie auch gerade alle meine Therapeuten und ich habe mir das jetzt so mal so durch den Kopf gehen lassen wollen. Dankeschön. Drum jetzt kriegt nach der entsprechenden Entscheidung vom gestrigen Tag, wäre das ja gleich eine Frage, die in Ihrer Stadt beantwortet werden könnte. Ja, ich würde gerne das Thema der historischen Stadt, in der wir uns ja auch befinden, gerne ansprechen. Natürlich ist das mit der Plattenbauweise eine Lösung, die auch gedeutet wurde, in eine Stadt reingesetzt worden, nach einem vorausgesprochenen System, das natürlich viele historische Strukturen, und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie auch hingewiesen haben, Städte in historischen Dimensionen, wie Dresden ja immer noch war nach 1945, zum Teil auch entstellt hat, zum Teil auch noch viele Planungen da waren, die in meinen Augen zum Glück nicht verwirklicht wurden. Ich denke nur an den Albertplatz und alles, was die Neustadt betraf. Diese Form des Bauens hatte sich verselbstständigt und ist ja auch hingewiesen worden, dankenswerterweise, auf diese Formität, in die das geraten ist. Und ich bin zum Glück sehr dankbar, dass wir in Dresden als Beispiel noch viel historische Bausubstanz haben, die eingefügt werden muss. Und genau was Sie sagen, wir müssen natürlich ressourcenorientiert handeln und was an Bausubstanz da ist, muss integriert werden. Und da bin ich beim Thema, dass was gebaute Umwelt ist, die muss aufrechterhalten werden, die muss saniert werden, die muss integriert werden. Und das ist ja auch bei den Architekten angekommen. Wir führen ja auch Gespräche mit der Architektenkammer, dass das Denken auch bei den Architekten da ist. Wir müssen anders hantieren. Und das betrifft alles, was Sie angesprochen haben, dieses Thema. Ich bin aber, wie gesagt, mal wirklich bei dem wichtigen Thema, eine Stadt wie Dresden, ich komme allerdings aus Magdeburg, da ist es noch viel schlimmer, was mit dem Städtebau gemacht wurde.
dass diese Sensibilität, die einfach wichtig ist für ein Stadtgefüge, da kann man mit Plattenbau punktuell was machen, aber wir haben gerade in Dresden das wirklich fatale Beispiel, wie falsch gearbeitet wurde im Plattenbau. Das ist mein Beitrag. Ja, an den Zuhörer aus Halle. Bitte. Ja, vielen Dank für die Beiträge hier. Also war vieles richtig und wichtig hier. Die Dimension vom Städtebau bis zum Detail runterzubrechen und auch die Vorteile von dem seriellen Bauen zu benennen, das Potenzial, was da drin steckt. Ich will jetzt mal kurz noch ein Zukunftsthema vielleicht mit reinbringen. Zum Thema Ressourcenschonung, einfach weil heute nördlich von Dresden in Ottendorfer Griller ein Protestcamp geräumt wurde, was im Prinzip ein Kiesabbaufeld verhindern wollte, was erweitert werden wird. Und diese Leute sind sehr engagiert dabei gewesen und man müsste vielleicht auch mit diesen Leuten reden, die ja auch ein bisschen auf Verzweiflung da versucht haben, Ressourcen der Umwelt zu schonen. Das Thema Plattenbau könnte man da in eine andere Richtung vielleicht nochmal denken, in Richtung nachhaltiges Bauen, mit Holzbau und mit anderen Elementen zu arbeiten. Die Wiederverwendbarkeit des Betons, des Bestands ist natürlich auch noch ein großes Potenzial, was da drin schlummert. Und ja, also man sollte einfach die Ressourcen nutzen, die in der Stadt vorhanden sind. Das Thema zirkuläres Bauen und die Wiederverwendung von Plattenelementen ist schon seit langer Zeit Thema. Ich will es jetzt nicht so weit ausweiten, bloß kurz erwähnt haben, dass es nicht unter den Tisch fällt. Vielen Dank jetzt nochmal für diesen Hinweis. Ich möchte zumindest mal versuchen, in einer Richtung ein gewisses Fazit zu ziehen. Als mein lieber Freund Jörg Blobelt mich anfragte, ob ich die Moderation einer solchen Veranstaltung übernehmen würde und er auch Professor Beuser davon überzeugt hatte, war ich am Anfang ausgesprochen skeptisch. Was sagt uns Plattenbau heute noch? Was ist eigentlich die Geschichte von 1953 bis 1990 heute wert? Was macht man mit Gestaltung? Hat der Plattenbau oder überhaupt das Wohnungsbauprogramm seine soziale Funktion erfüllt? Wie geht es mit dem Thema Gestaltung weiter? Wie geht man da tatsächlich mit, in Anführungsstrichen, der Platte um? Und ich gebe offen zu, dass, das weiß auch Herr Schuster hier vom Zentrum für Baukultur, ich die Befürchtung hatte, dass dieses Thema eher dazu führt, dass das Podium unter sich ist, mit wenigen Ausnahmen, aber dass wir vielleicht in einer Runde von 5, 6 Leuten sitzen werden. Das ist nicht eingetreten. Das ist natürlich zuallererst auch ein Kompliment an Sie, dass Sie den Weg teilweise bis aus Halle oder aus Magdeburg hierher gefunden haben und sich mit diesem Thema beschäftigen. Zweiter Punkt, wir hatten als nächstes die Bedenken gehabt. Natürlich, Professor Meuser hat eine ganze Menge von Fragen beantwortet und zusammengetragen in dem Buch von in den beiden Bänden 53 bis 90, aber natürlich längst nicht alles. Ich befürchte, Herr Professor Meuser, ein dritter oder vierter Band wäre dort ebenfalls noch notwendig. Ich habe übrigens dann schon auch noch ein paar Ideen, die man dann bringen könnte. Aber es ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagt, es ist im Prinzip eine
Geschichtsbetrachtung, die dahinter steht. Baugeschichte, Architekturgeschichte. Und es müssen logischerweise auch Punkte offen bleiben. Also nur allein die Tatsache, was ich Ihnen gesagt habe, wie wurde Wohnungsbau finanziert und was ist die Schlussfolgerung gewesen. Ich habe es nur angerissen. Thema Altschuldenhilfegesetz ist auch ein Thema, was nicht aufbereitet worden ist, werden konnte, weil es den meisten auch gar nicht in dieser Dimension bekannt ist. Ebenfalls konnte nicht im Buch aufbereitet werden das Thema Einsatz von bezirklichen Leistungen zugunsten der Hauptstadt der DDR. Das heißt, jeder Bezirk hatte seine Vorgaben, die er in Berlin zu erfüllen hatte. Für Dresden kann ich es definitiv so sagen, 25% der im Haushalt vorgeschriebenen Bauleistungen standen nur im Haushalt der Stadt Dresden, waren aber komplett in Berlin zu erbringen, auf Kosten der Stadt. Wie dann auf Dauer Bausubstanz aussehen kann, dazu brauche ich all denen nichts zu sagen, die 1990 hier unterwegs gewesen sind. Dresden konnte es nicht weiter durchdrücken, aber natürlich hatten die Kreise des Bezirkes Dresden genau solche Auflagen und die reichten das natürlich durch wiederum an die Gemeinden mit dem Ergebnis 1990, besuchen Sie Meißen, solange es noch steht. Nur als einer dieser Schlachtrufe, die es damals gegeben hatte, bei den ersten Demonstrationen. Sie merken also, dieses Thema Plattenbau hat wesentlich mehr Dimensionen dahinter, wo es sich auch durchaus lohnt, bestimmte Aspekte näher auszuleuchten. Ich weiß, dass das Stadtmuseum Dresden der Wohnungsbauserie 70 eigentlich zum 50. Jahrestag eine Sonderausstellung widmen wollte, die ist durch Corona nie zustande gekommen, sollte dies Jahr stattfinden, ist wiederum verschoben worden wegen einer Sonderausstellung für Heinrich Tessenow, die jetzt derzeit stattfindet. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade das Stadtmuseum Dresden die Ausstellung im nächsten Jahr organisiert und dies mit einem entsprechenden Begleitprogramm versehen wird. Denn das, was Sie hier demonstriert haben, zeigt, es ist das Interesse da. Es ist der Wunsch dazu da, über bestimmte Dinge zu reden, vertieft zu reden. Und natürlich auch, was wir auch heute Abend erlebt haben, man kommt tatsächlich auch vom, ich will nicht sagen vom Hundertsten ins Tausendste, aber zu so vielen Aspekten, die sich im Detail daraus ergeben, dass eben gerade unter der Frage Zukunft unserer Städte es lohnenswert ist, etwas mehr dazu zu veranstalten. Das Zentrum für Baukultur wäre allein, so sehe ich das jedenfalls als Dresdner, wäre allein mit dieser Aufgabe überfordert, wenn sich hier tatsächlich ZFBK und Stadt Dresden zusammentun könnten am Rande einer solchen Ausstellung, dann wäre das für mich ein Hintergrund, der aus meiner Sicht jedenfalls ausgesprochen tragfähig sein könnte. Meine Damen und Herren, wir sind wegen einer Buchpräsentation zusammengekommen, eigentlich wegen nichts anderem. Und die Schwierigkeiten, jetzt kommt es zum dritten Problem, ist, man präsentiert ein Buch und keiner kennt es. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier im Raum, mal das Podium abgesehen, diese Werke vorher schon in der Hand gehabt hat. Und vielleicht auch hierher gekommen ist mit Neugierde, was sich denn eigentlich dahinter verbirgt, hinter diesem Werk. Sie merken, jede Menge Fragen gibt es. So bleibt mir nur noch als letzter Satz für Sie ein herzliches Dankeschön für Ihre Anwesenheit, einen guten Nachhauseweg, vielen Dank für die Diskussionen und der Abschlusssatz von Bertolt Brecht aus dem Guten Menschen von Sichuan und stehen da und sind betroffen, Vorhang zu und alle Fragen offen. Guten Abend.